Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Thalia-Theaters. Mein Name ist Julia Locht, ich bin Chefdramaturgin hier. An diesem besonderen Abend hier zu unserer Reihe Spiegelgespräche live im Thalia-Theater. 30 Jahre Mauerfall, die unvollendete Einheit. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Gäste heute Abend. Marianne Birtler, langjährige Bürgerrechtlerin und dann auch langjährige Leiterin Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen und Politikerin der Grünen, darf man, glaube ich, sagen. Ingo Schulze, Schriftsteller, einer der bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, würde ich sagen. Und Susanne Bayer, sie wird den Abend moderieren, Autorin des Spiegel und gemeinsam mit dem Thalia-Theater, wir haben gemeinsam schon vor mehr als 4 Jahren diese Reihe konzipiert und ganz bewusst war immer die Idee, dass man auf der Bühne des Thalia-Theaters Gespräche, politische Gespräche führt, aber ganz bewusst immer mit jemandem aus der Politik und jemandem, einem Künstler, einer Künstlerin, in diesem Fall einem Schriftsteller, denn mit Schlingensief zu sprechen, Christoph Schlingensief, der hat mal gesagt, Kunst und Leben sind keine Paralleluniversen und Politik und Kunst sind es ebenso wenig. Dass wir uns hier heute treffen, hat natürlich genau mit diesem Jubiläum zu tun und ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir sogar noch viel näher dran sind an 30 Jahre 4. November, nämlich die große Demonstration auf dem Alexanderplatz, bei der auch Marianne Birtler aufgetreten ist, gesprochen hat. Sie hat damals gesagt, das ist 100.000-fach Hoffnung, was man hier sieht auf dem Platz. Es waren ungefähr 200.000 Menschen dort auf dem Alexanderplatz versammelt vor 30 Jahren. Und was sie aber auch gesagt hat, das finde ich besonders anregend, sie hat von der Trias gesprochen, Freiheit, Frechheit und Humor. Das finde ich eine sehr schöne, oder Fantasie, Frechheit und Humor vielleicht sogar noch genauer. Und das passt auch zu dem, was Ingo Schulze sich jetzt überlegt hat. Er wird nämlich demnächst das Literaturfestival in München als Kurator mitgestalten. Und da ist das Motto sozusagen, was Sie da ausgegeben haben, Einübungen ins Paradies, Fragen an die Welt nach 1989. Und das könnte man sagen, ist jetzt eigentlich der Auftakt auch für diese Fragen, die wir uns heute stellen. Denn es geht um 30 Jahre Mauerfall, aber natürlich geht es auch um unsere Gegenwart und den Stand der Dinge heute und vielleicht auch ein bisschen um die Zukunft an diesem besonderen Tag. Ich wünsche Ihnen und uns allen eine sehr anregende Veranstaltung. Ja, ich möchte Sie von Seiten des Spiegels auch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie wieder da sind vielleicht bei unserer gemeinsamen Reihe Spiegel Live im Thalia-Theater. Im Paradies sind wir alle nicht angekommen. Ne? Das ist 30 Jahre nach dem Mauerfall. Ich glaube, das ist das konfliktreichste Jubiläum, das wir gerade feiern. Wir haben das publizistisch stark begleitet und viele Konfliktthemen ausgemacht und ich muss heute Abend einen Konflikt gar nicht erst herstellen, denn den hatten wir schon vorab. Und dann dachte ich, wie super praktisch, dann haben wir den schon. Denn wir haben unsere beiden Wunschkandidaten eingeladen. Wir hatten Zusagen von beiden und dann kriegte ich Post von Frau Birtler, die mir schrieb, ja typisch, ne? Einheitsthema. Und dann müssen wieder die Ossis alles erklären, als ob das mit den Wessis nichts zu tun hätte. Und das finde ich nicht gut. Und insofern habe ich dann gesagt, oh, kommen Sie doch bitte trotzdem und wir sprechen über genau diesen Konflikt. Ich selber komme aus einer ost-westdeutschen Familie, bei Ihnen vielleicht auch. Das sind eigentlich so typisch deutsche Schicksale, eine Flucht aus Schlesien, die dazu geführt hat, dass der eine durch Zufall, der eine Teil der Familie im Westen landete und der andere im Osten. Deswegen sind wir eine geteilte Familie. Ich bin natürlich biografisch ganz klar westdeutsch, aber ich empfinde es auch als Teil meiner Biografie, weil wir natürlich in der Familie viel sprechen und uns alle 2 Jahre auch treffen zu einem ost-westdeutschen Familientreffen. So, und mit dieser handfesten Identifikation mit dem Thema habe ich aber auch wieder
ganz oft gespiegelt bekommen, du weißt das doch gar nicht und es ist nicht deine Erfahrung und was rätst du überhaupt mit? Und insofern habe ich jetzt das Gefühl, 30 Jahre später, im Jahr 2019, wie man es macht, als Westdeutsche macht man es irgendwie auch falsch. Trügt da mein Eindruck, Frau Birtler? Ja, um nochmal auf diese Ausgangsintervention zurückzukommen. In der Tat, ich habe also die ganzen letzten Jahrzehnte immer erlebt, dass wenn nach dem Stand der deutschen Einheit gefragt wird, der Puls immer bei den Ostdeutschen gemessen wird. Ja? Wie weit seid ihr denn schon? Offenbar ist der Maßstab. Ich frag dann manchmal zurück, was muss denn passiert sein, damit Sie sagen, dass die deutsche Einheit erreicht sei. Ja? Da kriegt man ja sehr verschiedene Antworten. Ich habe auch mehrere verschiedene dafür. Aber das Problem bleibt, dass offenbar immer geschaut wird, wie sich die Ostdeutschen allmählich zu unverwechselbaren Deutschen oder so entwickelt haben. Und da fehlt mir irgendwas. Ne? Natürlich ist das auch verständlich, weil bei uns gab es ja die meisten Veränderungen. Darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber ich finde es eigentlich auch schön, wenn es denn Diskurse zwischen Ost- und Westdeutschen gibt in solchen Gesprächen. Den Part müssen Sie jetzt übernehmen. Ja, mache ich gern. Herr Schulze, Sie sind ja, kommen vom Theater, waren Dramaturg in Altenburg in Thüringen und kennen die Bühnensituation. Wen hätten Sie sich denn gewünscht von westdeutscher Seite, um mal die Trennung wieder aufzumachen? Und was hätte das verändert? Also ich war so erstmal ganz glücklich, wie das hier eingeladen wurde. Darüber habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich habe so ein paar Kollegen, mit denen ich manchmal ganz gern öffentlich rede, weil man sich so vertraut ist, dass man sich bestimmte Dinge gar nicht mehr fragt. Aber ja, in 5 Minuten sage ich es Ihnen. Ja. Noch was Ergänzendes dazu, Frau Bayer. Ich finde es jetzt inzwischen eigentlich auch richtig gut, dass wir das so machen. Denn weil mir jetzt immer mal wieder so Fragen entgegengekommen sind, wie steht es denn um die Versöhnung zwischen Ost- und Westdeutschland? Was ist denn das jetzt, als ob es da was zu versöhnen gäbe? Die größten Konflikte, jedenfalls mit Blick auf 89, gab es ja nicht zwischen Ost- und Westdeutschen, sondern zwischen Ost- und Ostdeutschen. Und da gibt es auch heute wieder Diskurse und Streit und wie haben wir denn das in Erinnerung und wie bewerten wir das und so. Also insofern lohnt es sich schon, wenn man mehrere ostdeutsche Positionen zu dem Thema dann auch mal vergegenwärtigt. Und das ist, da kommen wir auf einen Punkt, den Herr Schulze in mehreren Interviews auch angemerkt hat. Im Blick auf den Westen, er spricht immer von den Ostdeutschen, das ist aber eine heterogene Masse, natürlich machen wir das im Journalismus, ne? Wir müssen differenzieren auch, selbstverständlich, sonst sind wir nicht gut, aber wir müssen auch Kategorien bilden. In der Wissenschaft ist es ähnlich, ne? Dass man in der Soziologie, Ethnologie dann auch Kategorien bildet und dann spricht man halt in der Tagesschau oder bei Anne Will von den Ostdeutschen und legt sie auf die Couch. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, es gibt ja auch die Zuschreibung, die Westdeutschen, durchaus jetzt in den Debatten, die wir in diesen Tagen führen. Welche Heterogenität nehmen Sie denn da wahr, Herr Schulze? Also ich finde das völlig klar, dass die Diskussionslinien gar nicht Ost-West oder so verlaufen. Und also ich bin mit einer Pfälzerin verheiratet und habe mit ihr, glaube ich, eine größere Nähe als mit vielen anderen aus dem Osten. Das wollen wir so hoffen, Herr Schulze. Das war jetzt, hatte ich gehofft, dass Sie das sagen. So viel Hoffnung im Raum. Wenn es drauf ankommt, ist ja sozusagen dieses Ost-West-Thema ist ja sozusagen eine Schicht von ganz vielen anderen Schichten. Und was mich eigentlich daran interessiert, dass es irgendwie auch etwas Musterhaftes hat von dem, wie der Westen agiert und wie man sich zu dem Westen verhält. Und wir haben halt dieses Glück, was natürlich auch immer auch ein Nachteil ist, ein Vorteil hat immer auch einen Nachteil, dass wir diesen Westen nicht im kleinen Finger haben, sondern mit einer anderen Erfahrung irgendwie von außen gucken und andererseits, dass wir natürlich jetzt auch mitbekommen haben, wie das hier ist. Oder ich meine, die längste Lebenszeit von mir ist eben natürlich
jetzt im Westen gewesen. Und dieses Vergleichen, das finde ich ganz gut, aber das nehme ich auch wahr mit den Leuten, mit denen ich aus anderen Ländern spreche oder eben in der Altbundesrepublik. Das sind so Linien, die stellen sich bei jeder Lesung manchmal neu her. Da kommen natürlich immer die Leute, die einen sowieso irgendwie erstmal oder jedenfalls sich dafür interessieren. Aber da gibt es auch schon große Konflikte. Und ich könnte immer, gerade auch bei meinem jüngsten Buch, nie sagen, das ist jetzt eine typische Ostlesung, das ist eine typische Westlesung. Mit dem einen Einschränkung vielleicht, dass die im Osten immer sagen, verstehen die das im Westen auch. Die machen sich Sorgen. Frau Böttler, würden Sie etwas festmachen können, was typisch Ostdeutsch, typisch Westdeutsch ist? Nee, das geht immer nur, indem man so Summen herstellt. Und dann, aber ich staune manchmal immer noch, auch bei mir, wie dass meine Trefferquote ziemlich hoch ist, wenn ich jemand neu kennenlerne, ein paar Sätze gewechselt habe und mich frage, ist der oder die nun aus dem Osten oder aus dem Westen? Und ich verstehe es selber nicht so genau. Also es klappt nicht immer, aber ziemlich oft. Es hat was mit Habitus zu tun, mit der Art zu fragen, manchmal auch mit Sprache oder auch sich zu bewegen. Also es gibt noch so ein eine verborgene Kodierung oder so ein Signalsystem. Es erinnert mich so immer ein bisschen an meine Großmutter, die aus Schlesien kam und schon fast ihr ganzes Leben in Berlin lebte, aber immer noch, wenn sie einkaufen ging, die anderen Schlesier erkannte. So. Fast als wäre man aus demselben Dorf. Also es gibt so, es ist nicht, klappt nicht mehr so gut wie vor 25 Jahren, aber oft. Ja, tatsächlich, die gemeinsame Sprache, Österreicher sagen das auch ganz oft, kann auch was Trennendes haben. Ja, Herr Kraus sagt das, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Genau, und mir fiel bei unserem letzten ostwestdeutschen Familientreffen auf, da hatte ein Kind Geburtstag, wurde 6 und mein Cousin setzte sich an Flügel und dann dachte ich, bescheuert natürlich, jetzt wird Happy Birthday gesungen, habe mich schon aufgerichtet und dann kam da ein Lied, wo wir Westdeutschen irgendwie halt nicht mitsingen konnten. So, ne? Also das, man hat immer so kleine Momente, wo man merkt, es ist was anderes, abends haben wir ein Feuer gemacht und meine Cousine sagte, wir gehen jetzt Kienäpfel sammeln und da habe ich gesagt, ich komme mit, ich weiß nur nicht, was wir hier sammeln. Die Weihnachtsgans Auguste kennt hier auch kein Mensch, ja? Zum Beispiel. Nee. Wir kennen sie selbstverständlich. Wer ist denn die Weihnachtsgans? Ein sehr beliebtes und populäres Kinderbuch. Ach. Im Mittelpunkt eine Gans, die eigentlich ein Weihnachtsbraten werden sollte und dann zum Familienmitglied wurde. Ja. Aber das kennen wir alle, ne? Wir sind ja da, oder? Ja, na klar, natürlich. Aber ich finde es noch viel interessanter, dass im Osten die Olsenbande sehr viel oder ganz anders berühmt war oder eigentlich schon als Ostdeutsch galt, also diese dänische Krimiserie. Aber das sind, glaube ich, gar nicht so die wichtigen Sachen. Es sind nicht die wichtigen Sachen, ich bin mir da nicht so sicher. Denn wichtiger ist schon, wenn ich das im Westen das Kompliment höre, Frau Bürtler, man merkt gar nicht, dass Sie aus dem Osten sind. Das lässt tief blicken, finde ich. Das ist eine Aussage. Und ich denke, es ist das deswegen gar nicht so schlimm oder vielleicht ganz gut, wenn wir über die kleinen Dinge auch sprechen. Wir haben heute endlich auf Spiegel Online ein Interview mit der Kanzlerin gehabt. Denn es ist überhaupt nicht so, dass wir ständig mit der zusammenhängen und mit der telefonieren. Diese Unterstellung gibt es ja. Sondern wir müssen uns immer arg bemühen. Bei anderen ist es leichter, aber sie ist schwer zu kriegen für uns. Sie scheint uns nicht so ganz zu mögen. Und heute, vielleicht haben Sie es gelesen und wenn nicht, wenn Sie Interesse haben, Sie würden es heute finden auf der Homepage. Sicher noch, wenn Sie nach Hause gehen. Und sie hat gesagt in dem Interview, man redet so stark über das Politische und der Alltag, der aber natürlich auch im Mindesten normal war und halt auch sehr oft schön in der DDR. Man hat zusammen gefeiert und alles Mögliche, ist zu wenig Thema und deswegen kommt man oft nicht in den Debatten an den Kern, woran man sich vielleicht auch ganz gern mal zurückerinnert oder so. Das wirkt dann wie Nostalgie, aber natürlich erinnert man sich gern an ein schönes Hochzeitsfest, wenn es denn schön war. Also sie hat ausgesprochen auf diesen Alltagsaspekt abgehoben.
Ich würde gerne mit Ihnen, weil Sie beide Zeitzeugen sind, auch so jetzt eine Schleife machen über das Biografische, auch ruhig über Alltag reden. Sie haben das sehr stark in Ihren Büchern auch. Literatur kommt ohne Kleines und Alltagserfahrung ja gar nicht aus. Entschuldigen Sie. Also das Biografische, und dann kommen wir hinterher zum Politischen. Da passiert ja in diesen Tagen auch ganz viel. Frau Böttler, Sie sind Jahrgang 48 und sind in Berlin-Friedrichshain geboren worden. Und da hatten wir noch eine Strecke 48 bis 61 bis zum Mauerbau. War das in Ihrer Familie ein Thema? Sie müssten es dann auch mitbekommen haben in dem Alter, ob man nicht doch in den Westen geht? Ja, das war gelegentlich ein Thema. Also mein Vater lebte da schon nicht mehr. Der ist gestorben, als ich noch sehr klein war. Meine Mutter hatte ein kleines Geschäft und zwei Töchter. Und die Großmutter wohnte bei uns im Haushalt. Und ich hatte ja das Glück, in einer sehr systemkritischen Familie groß zu werden. Also das war bei uns selbstverständlich, Westradio und Westfernsehen zu schauen oder zu hören. Und als Willy Brandt Kanzler wurde, hat meine Mutter eine Flasche Sekt aufgemacht und so. Also das war so der Hintergrund. Und denn diesen Stoßseufzer, ach Kinder, ich wünsche mir so sehr, dass ihr nochmal die Freiheit kennenlernt, den habe ich noch im Ohr. Aber sie hatte, glaube ich, nicht genug Mut, nochmal ganz neu von vorn anzufangen. Also ihre Schwester und ihre wichtigsten Freundinnen, die lebten alle im Westen. Deswegen war der Mauerbau dann auch ein ganz, ganz dramatischer Einschnitt für sie, für mich weniger. Ich war 13, als die Mauer gebaut wurde. Und dann hat sie ganz sicherlich gelegentlich dran gedacht, aber zumal vorher, als es ja noch ging, da sind ja sehr viele Menschen aus dem Osten in den Westen gegangen, um 1960 herum. Aber meine Großmutter wollte das nicht. Das heißt, meine Mutter hätte ihre Mutter irgendwie zurücklassen müssen. Und dann hatte sie wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, beruflich als Alleinstehende dann wieder von vorne anzufangen. Dazu gehört ja auch ganz schöner Mut. Und den hatte sie anscheinend nicht. Nun sagen Sie, Sie haben das Glück gehabt, in einer dissidentischen Familie aufgewachsen zu sein. Ist das eine Beurteilung im Nachhinein? Denn als Kind oder Jugendliche gerade möchte man ja ganz gern so sein wie die anderen. Sie sind aber aus der FDJ rausgegangen, was ein ganz schöner Schritt war. Hatten Sie aber auch Momente, in denen Sie dachten, Gott, immer bin ich anders als die anderen? Also dissidentisch trifft es vielleicht nicht ganz, weil meine Mutter war kein wirklich mutiger Mensch. Sie war eine klare Person, hat uns auch immer gesagt, was sie dachte, was sie abstieß oder was sie toll fand. Aber sie hat uns zugleich auch immer gewarnt, verbrennt euch nicht den Mund, verbaut euch nicht die Zukunft. Und als ich anfing, ein bisschen so politische Dinge zu tun, hatte sie auch immer viel Angst. Und sie hat uns immer erzählt, dass sie sich schämt, in der Nazi-Zeit nicht den Mund aufgemacht zu haben. Das finde ich, das rechne ich ihr aber hoch an, dass sie damit so offen umgegangen ist. Haben ja viele in dieser Generation nicht getan. Aber ich würde mal vermuten, dass sie mit dem Eingeständnis dieser Schwäche uns auch gestärkt hat, also meine Schwester und mich. Denn die Botschaft war ja, es ist eigentlich besser, wenn man was sagt. Nur sie selber hat es irgendwie nicht fertig gekriegt, war halt eine andere Generation. Insofern stimmt das, ist es mit dem dissidentisch etwas zurückhaltend. Kritisch hatten Sie tatsächlich. Aber Sie haben ja gefragt, ob ich das nur im Nachhinein gut finde oder schon damals. Ich glaube, also erstens mal war es für mich selbstverständlich. Ich habe vermutlich nie drüber nachgedacht, ob das in Ordnung ist, so ein Elternhaus zu haben oder nicht. Aber vor allen Dingen im Nachhinein finde ich das schön, dass bei uns freimütig auch über politische Themen gesprochen wurde, dass es da kein Tabu gab und meine Mutter laut überlegt hat, ob sie das besser findet, wenn die CDU oder die SPD an der Regierung ist. Und alles so Diskussionen, die für uns selbstverständlich waren. Da gab es ab und zu mal den Satz, also darüber spricht man lieber nicht in der Schule. Diese Verwarnung, die kennen ja viele Familien. Aber es war zumindest bezogen auf Politik und Gesellschaft und so immer eine ganz offene, klare Atmosphäre. Und das finde ich froh, darüber bin ich froh, dass ich nicht wie manche meiner auch politischen Weggefährten aus ganz anderen Elternhäusern kam, die dann auch
quasi im Schock waren und die auch die Welt neu zu verstehen lernen mussten nach 1989 oder früher, oder wo es dann auch in der Familie schon schwere Zerwürfnisse gab, weil die Kinder sich politisch anders entwickelten als die Eltern. Also unsere Konflikte, die hatten wir natürlich auch, aber die spielten sich dann auf anderen Gebieten ab. Herr Schulze, Sie sind 62 geboren, im Dezember, da stand die Mauer, ne? Da war jetzt nicht mehr so leicht rauszukommen. Inwiefern war der Westen und die Spannung zwischen Ost und West in Ihrem Elternhaus Thema? Ach, Spannung war das nicht. Aus dem Westen kamen tolle Sachen, die man sich so wünschte. Wir hatten eben Glück, dass wir relativ viel Verwandtschaft im Westen hatten. Und irgendwann war dann auch mein Vater im Westen. Und mich hat das natürlich schon immer interessiert. Ich hätte dann irgendwann auch mal so in Besuchsweise den Antrag stellen können. Aber das habe ich eigentlich nie gemacht, weil ich nicht so da zum Bittsteller werden wollte und dann mal irgendwie so 3 Tage raus zu dürfen. Der Westen hat mich schon immer natürlich interessiert, was da ist. Aber andererseits gab es schon das Gefühl, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das hat vielleicht gar nicht so sehr mit dem Elternhaus zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die natürlich schon irgendwie ein bisschen weiter ist als der Westen, nur dass sie das eben hier verhunzt haben, ne? Dass es eben keine Demokratie gibt. Aber es ist natürlich gut, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse anders sind als im Westen. Und es war immer viel von 53 die Rede und insbesondere von Dubček und so weiter. Das war aber alles so fern und da kriegte man ja auch nicht so richtig was ran. Und dann war natürlich Gorbatschow ganz wichtig. Ich habe das lange erst gar nicht, also ich war einer der Letzten, der irgendwie bemerkte, da passiert wirklich was anderes, weil ich dachte, naja, also jetzt haben wir halt einen guten König und das ändert jetzt auch nicht so viel. Und dann merkte ich, aha, jetzt kommen die aber hier sowas in die Defensive. Und das war wirklich die Hoffnung, dass geschah ja eigentlich fast Monat um Monat mit jedem Buch oder jedem Film, der irgendwie kam, dass sich der Spielraum erweiterte. Also man hatte schon das Gefühl, insbesondere ab 85, aber vorher eben auch mit Auf und Ab, es ändert sich schon was. Ich meine, von heute aus, wir sehen im Schneckentempo, aber ich dachte ja auch, wenn ich Rentner werde, das ist gar nicht mehr so lange hin, dann steht die Mauer immer noch. Also ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Aber trotzdem, dass ich da was wirklich, oder vielleicht nicht die Mauer steht, aber dass es doch so zwei Systeme gibt irgendwie so. Also das war in mir sehr fest drin, aber dass wir das da im Osten irgendwie besser hinkriegen. Das war schon so eine Überzeugung, dass das vielleicht was werden könnte, die eben nach 85 irgendwie so ein reelleren Grund bekam. Widersprach aber jeder Realität Ende der 80er Jahre. Nee, fand ich nicht. Also ich hatte die große, große Hoffnung, dass wir da was machen, dass wir also uns das jetzt sind wir schon. Aber was hat denn diese Hoffnung genährt, Herr Schulz? Naja, wir haben doch die Macht erobert, dass das möglich war, fand ich ja ganz groß. Ich spreche von Ende der 80er Jahre, vor 89. Naja, ich meine, das hatte ich mir nicht vorstellen können, dass das so alles so schnell kommt, aber dass es sich dann irgendwann, ich meine, wir wissen ja, wie im Sommer 89 der Deckel drauf war, aber ich war zur selben Zeit in Leningrad und habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Das war tatsächlich eine Freiheit. Ich habe mich verflucht, dass ich kein Russisch konnte, weil in dem Parlament da ging die Debatten, die wir eigentlich hören wollten. Und ich dachte, na, jetzt sind die Polen soweit, jetzt sind die Ungarn soweit, irgendwann kommt das auch zu uns. Das war jetzt nicht so unrealistisch, fand ich. Wenn ich die Nachfrage von Frau Birtler richtig verstehe, vorher war rauszuhören, dass Ihre Familie durchaus mit diesem utopistischen Element, das ja gerade in der Anfangszeit der DDR drin war, wir machen hier die bessere Gesellschaft. Nee, also da würde meine Mutter, wenn die jetzt zuhört, die würde sagen, nee, du hast immer gesagt, wenn sie in der Küche stand, mit dir kann man keine Revolution machen. Also sie war da sehr viel zurückhaltender. Ich fand auch Biermann viel zu links. Also war es tatsächlich so, dass es ein Stück mehr Identifikation gab in Ihrer Familie, als wir das jetzt bei Frau Birtler gehört haben? Nee, das war, also mit dem bestehenden Staat gab es nicht so eine Identifikation. Meine Mutter war Ärztin, die sagte, ich gehe nicht weg, ich werde hier gebraucht. Aber es war, dass wir das, was da war, ändern. Das gab es.
Sie haben beide eine Ähnlichkeit darin, Sie sind mit Ihrer Mutter allein aufgewachsen und Sie ja auch. Jetzt greifen wir mal einmal vor, bis wir dann nochmal wieder zurückkommen. So, Sie kamen dann mit doch einem Frauenbild, das ja geprägt war durch berufstätige Mütter, ne, die sehr viel alleine wuchten. Und im Westen und in der neuen, sich fügenden Bundesrepublik war dann ständig das Thema Kinderbetreuung. Und arbeite ich denn überhaupt, wenn ich noch Kinder habe? Wie haben Sie das empfunden, das Frauenbild im Westen im Vergleich zu dem, wie Sie es buchstäblich erfahren haben mit Ihrer Mutter? Ja, ganz unterschiedlich. Also mit Blick auf die Erwerbstätigkeit gab es einen offenkundigen Unterschied. Ich erinnere mich noch an ein erstes Treffen, so ein privates Treffen, hatte eine Freundin von mir vermittelt mit so einer westlichen Frauengruppe. Das muss kurz nach dem Mauerfall gewesen sein und wir tranken Kaffee und unterhielten uns und so weiter. Aber es war ein Desaster, weil nach 2 Stunden oder so, wir haben das auch nie wiederholt mit diesen Frauen, gingen wir irgendwie missvergnügt auseinander und ich habe im Nachhinein, da bin ich davon überzeugt, beide Seiten hielten sich wechselseitig für unglaublich rückständig. Ja? Also wir, die, weil da Frauen waren, die hatten, weiß ich, 2 Kinder, die längst zur Schule gingen und immer noch Hausfrau waren, dachten wir, warum denn das? Ja? Wollen die nicht arbeiten oder was ist das? Und die zuckten zusammen, wenn eine von uns sagte, ich habe 3 Kinder und bin Ingenieur. So. Das ging ja nun in deren nicht mal mit überhaupt einem. Nicht, ne? Also will sagen, das steht ja für etwas, also mit Blick auf die Selbstverständlichkeit der Erwerbstätigkeit und damit auch einer stärkeren wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Männern, ich will das gar nicht unterschätzen, das ist schon ein großer Unterschied, hat allerdings in der DDR auch eine negative Seite gehabt, weil die Frauen haben einerseits eine zusätzliche Rolle übernommen, sind aber die alte nicht losgeworden. Sodass sehr viele Frauen, ich habe eine Freundin, die Ärztin war, wirklich sehr, sehr im Stress waren. Sie haben, also der Alltag war ja nicht so leicht zu bewältigen, wenn man dann voll berufstätig war, womöglich noch ein Fernstudium gemacht hat und 3 Kinder und der Mann so eine Art traditionelles Rollenverhalten hatte, dann hatte man schon ganz schön was zu stemmen jeden Tag. Und das hat sie in ihrer Praxis dann auch gemerkt. Hat vielleicht auch dazu geführt, mal abgesehen von den politischen Verhältnissen, dass Frauen weniger Zeit und Kraft hatten, sich über ihr weibliches Rollenverständnis mal zu verständigen. Also in der DDR hieß Emanzipation, so zu leben wie die Männer, seinen Mann stehen, sagten die Frauen ohne Ironie, ich stehe meinen Mann. Ja? Und da ist, das hat natürlich einen Pferdefuß, wenn man meint, man könne sich als Frau nur emanzipieren, wenn man es den Männern möglichst gleich tut. Die andere Seite, da ist was Gutes dran, aber die andere Seite der Debatte ist, dass man auch mal drüber nachdenkt, was ist eigentlich das Frauenleben, das ich führen möchte? Was brauche ich vom Leben? Oder wo kommen wir Frauen hier in der Gesellschaft überhaupt nicht vor? Oder so. Und diese Debatte ist in der DDR so gut wie nicht geführt worden. Also gar beim Frauenarzt wurde gesagt, der Nächste bitte. Ja. Und da gab es auch einen Entwicklungsrückstand, von dem ich dann nach 89 wiederum auch viel gelernt habe, wechselseitig. Also das ist etwas komplizierter, als es manchmal so schnell dahergesagt wird mit der Emanzipation der Frauen. Wie gesagt, die Berufstätigkeit, man merkt es übrigens bis heute, weil die Töchter lernen ja auch von den Müttern und bis heute ist messbar, dass die Erwerbsneigung bei Frauen, auch bei Frauen mit kleinen Kindern, deutlich höher ist als bei Westfrauen. Ja, die Statistiken sind faszinierend. Ne? Ja. Auch Kinderbetreuung wird sehr viel früher in Anspruch genommen im Osten. Also diese kulturellen Unterschiede sind haltbar und hochinteressant, wo die liegen. Und Sie sagen ja, ne, das ist heterogener, als man erstmal so denkt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Was aber klar ist, wir können auch an diesem Punkt immer noch sehr viel voneinander lernen. Denn die Debatten um das Rollenbild, die wurden in der alten Bundesrepublik seit den 70er Jahren geführt. Ja, ne? Und bei uns insofern nicht. Bei uns wirklich nicht. Genau. Abgesehen von diesem Sektor
Kinderbetreuung und Berufstätigkeit. Also könnten wir jetzt noch abendfüllen reden, ja. Und Sie könnten auch mitmachen, Herr Schulz. Ja, ich wollte noch gerade sagen, also in Frankreich, die fanden das, die haben sich überhaupt nicht gewundert, wie es im Osten war. Ja, also das ist so kompatibel, also wo ich dann denke, das hat eben dann eher wirklich mit Bundesrepublik zu tun. Und also man könnte sich auch mit Frankreich austauschen und das anders machen. Könnte man auch mal machen, richtig. Vielleicht hätten wir einen Franzosen noch mir hier einladen sollen oder eine Französin, nicht wahr? Wir werden sicher auf diese Frage jetzt noch keine letztgültige Antwort, so nicht, aber auch noch keine richtige Zwischenantwort finden. Aber wir sehen ja an den Wahlergebnissen im Moment, sind wir wieder in der Jetztzeit, dass die hohe Zustimmung der AfD, die wir jetzt bei 3 Landtagswahlen gesehen haben, dass da die Wähler ganz häufig Männer sind. Und dann guckt man ein bisschen, was sind das für Männer, eben um wieder Kategorien zu bilden. Und dann stellt man sehr oft fest, eher ländliche Strukturen, nicht städtisch, Männer, die nicht so recht weggezogen sind, dass der Wegzug von Frauen ist tatsächlich ein Phänomen, das wir sehen mit demografischen Folgen. Ist das dann wiederum eine andere Seite möglicherweise, Herr Schulze, vielleicht mögen Sie antworten, dass Frauen auch durch die vielen Rollen, die sie hatten, die vielen Aufgaben, die sie hatten, auch befähigt wurden, die Kraft aufzubringen, auch die Erfahrung gemacht haben, ich kann das wuppen und mein Mann stehen, dass sie tatsächlich jetzt eher bereit sind zu gehen und sich auf neue Verhältnisse einzulassen? Das hat garantiert damit zu tun, jetzt die AfD sozusagen von der Frauenseite her zu erklären, ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber die Frage ist ja, warum mussten überhaupt die Leute weggehen? Und wenn man halt über diese 30 Jahre spricht, dann das ist jetzt wieder, knüpft vielleicht daran an, worüber wir jetzt vorhin gerade sprachen, also diese Hoffnung, etwas zu verändern. Ich finde das ja immer noch so irgendwie schade, dass es eben nur zu einem Beitritt gereicht hat und eben nicht zu einer Vereinigung. Und das ist so ein Geburtsfehler. Und das liegt natürlich schon an uns Ostdeutschen, dass wir es nicht geschafft haben, die Sachen erstmal unter uns zu regeln, um dann mit einem gewissen Selbstbewusstsein dem Westen gegenüberzutreten und dann tatsächlich mal einen Vereinigungsvertrag auszuhandeln. So war es natürlich von der Wirkung her. Also wir haben die Macht erobert und konnten sie mit demokratischer Wahl und so weiter. Wir hatten 2,9% der Stimmen, Bündnis 90, neues Forum, Bündnis 90, gar nicht schnell genug an die Bonner Regierung übergeben. Und von der Wirkung her ist das natürlich dann, wenn man sich die Besitzverhältnisse anguckt, wenn man sich die Positionen anguckt, wie die Positionen besetzt sind, war das natürlich eine Kolonisation deluxe. Ne? Aber es war eben eine Kolonisation. Und das ist bis heute halt sozusagen das hat sich nicht grundlegend geändert. Das ist sozusagen der Geburtsfehler. Und von da erklärt sich dann natürlich auch vieles, dass dieser Zusammenbruch, also diese schnelle Einführung der D-Mark. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mir als Gesprächspartner wäre, ein Gesprächspartner, so ein Bundesbanker von damals, das würde mich sehr interessieren. Die haben ja gewarnt, haben ja gesagt, so geht das nicht. Das gibt, und das war ja auch sozusagen der Todesstoß für die Ostwirtschaft. Und von da kommen natürlich diese ganzen Prozesse, du musst nach dem Westen gehen, dort ist die Arbeit. Und das sieht man ja heute noch, wenn man sich die Autobahn anguckt, wie das freitags und sonntags ist. Also das wäre für mich so eine Erklärung. Nur die jetzt am lautesten schreien, dass sie sozusagen fremdbestimmt sind und so weiter, das waren damals die Ersten, die gar nicht schnell genug beitreten konnten. Wir werden ja sicherlich noch über den einen oder anderen Aspekt der deutschen Einheit sprechen, aber damit ich nicht jetzt so an dem Gedanken festhänge, Herr Schulze, wie kommen Sie darauf, den Begriff Kolonisation zu verwenden? Mhm. Stellen Sie sich doch mal vor, wir würden jetzt von Machtergreifung sprechen des Westens, dann würden alle aufschreien und sagen, wie kannst du? Nein, ich weil das Wort ist besetzt, aber Kolonialisierung ist erst recht besetzt. Das geht mit Millionen Toten einher, mit Macht, mit Gewalt.
Und ich finde, es ist wirklich, wenn man diesen Begriff im Zusammenhang mit der deutschen Einheit verwendet, ist er nicht nur nicht angemessen, er ist auch eine unglaubliche Verharmlosung des Kolonialismus. Ich will den Kolonialismus nicht verharmlosen. Ich will nur versuchen, möglichst genau zu beschreiben, was passiert ist. Also wenn Sie sich, ich kann jetzt nicht die ganzen Statistiken herbeten, aber wenn Sie sich die Besitzverhältnisse angucken, da ist praktisch nichts in Osthand. Das sind 10, 15%. Das ist bei den Führungsetagen. Das hat sich eben leider kaum geändert. Das war Anfang der 90er so und ist es bis heute geblieben. Also ich weiß nicht, nennt man es eine feindliche Übernahme. Ich möchte das mal unterscheiden, ich denke, dass wir darauf noch kommen, was es auch bis heute nachwirkende... Wenn wir jetzt da sind, umso besser machen wir. Was es noch für weiter. Noch nachwirkende Unterschiede gibt, zum Teil aus der DDR herrühren und zum Teil aber auch aus den 90er Jahren herrühren. Da sind wir wahrscheinlich gar nicht weit auseinander. Das ist eine lange Liste. Ich habe mich eben gewandt gegen die für mich sehr leichtfertige Verwendung dieses Begriffs Kolonialisierung, weil das ist ein Thema, von dem ich hoffe, dass wir uns endlich mal auch dieser Problematik stellen und dieser Vergangenheit, nicht nur bei uns, in Portugal fängt es gerade jetzt an oder so, aber es ist ein Riesenthema und deswegen finde ich, dass wir es aus diesem Thema deutsche Einheit mal rauslassen sollten. Naja, für mich ist es schon ein Muster, um etwas zu beschreiben. Ich weiß nicht, es ist einfach sozusagen die ganzen Spielregeln, weil es eben ein Beitritt war, kam natürlich vom Westen. Und es ist, Anerkennung der Abschlüsse ist oder ob das Besitzverhältnisse sind. Also ich meine, man hatte ja keinen Grund und Boden, man hatte nur das Haus. Und man kann das jetzt alles so durchbuchstabieren. Ich wüsste keine Kolonie, in der vorher eine Wahl stattgefunden hat und die Leute gewählt haben, den Westen oder Europa. Das habe ich ja gesagt, es ist ein demokratischer Entschluss geworden und von der Wirkung her habe ich das gesagt. Ich meine, Kamerun hat sich auch dazu entschieden, zum Deutschen Reich zu kommen. Ich will das überhaupt nicht in Analogie machen und Kolonialismus, da haben Sie recht, das ist noch, ist sozusagen etwas mit Opfer, mit Tötung, so, aber ich versuche einfach ohne Zorn und Eifer, was ist da passiert? Ja? Wie ist das abgelaufen? Und von daher erklärt sich meiner Ansicht nach eine ganze Menge. Also ich reagiere auch stark auf diesen Begriff. Ich bin natürlich als schreibende Journalistin immer auf Überschriften aus und habe einen Moment gedacht, ist das eine gute Überschrift? Und dann aber auch einen Widerspruch empfunden zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Es gab die freien Wahlen und es gab tatsächlich auch einen starken Wunsch in den neuen Bundesländern, hießen sie dann ja auch, dass die Dinge diesen Weg gehen, dass man die D-Mark bekommt und Kohl behält. Kohl hätte in Westdeutschland keine Wahl mehr überlebt. Ne? Und insofern übergehen wir damit, auch wenn wir Beitritt sagen, Sie sind ja ein Sprachmensch, damit auch die Tatsache, dass da einem Wunsch gefolgt wurde. Nee, das habe ich gar nicht bestritten. Also das war eine demokratische Wahl. Wir haben uns sehr gewundert. Interessant ist natürlich auch, wenn man dann guckt, wie dieser kohlische Coup zustande gekommen ist. Also wenn man darüber noch mal spricht, das finde ich ja sehr interessant, dass diese Ost-West-Parteien sich relativ schnell gefunden haben, aber CDU-Ost und CDU-West lange nicht. Und eigentlich erst als de Maizière dann sagte, Ende Januar, also ich glaube, die CDU hatte 4%, 5%, die war ja auch genauso diskreditiert wie die SED und die anderen Parteien. Und dann hat eigentlich de Maizière klar gemacht, naja, wir haben in jedem Kreisstadt eine Immobilie oder gar zwei. Und Kohl hat, wenn in dem Moment, als die sich verbunden haben, Rühr hat ja immer noch die Ost-CDU runtergeputzt im Dezember, Januar, und hat gesagt, ihr müsst euch verantworten, ne, was ihr da gemacht habt. Und dieses Zusammengehen hat natürlich die Möglichkeit geschaffen, Kohl zu wählen. Ja? Und insofern war das dann eben keine Sache mehr unter uns, sondern das war eben völlig klar. Es kam dann diese
Gerüchte zahlungsunfähig und D-Mark jetzt und dagegen war kein Kraut gewachsen. Jeder wusste, man kann nicht im Juni mit DDR-Geld bezahlen und im Juli mit D-Mark. Wusste eigentlich jeder, dass das nicht funktioniert, wollte aber keiner wissen. Aber wir hatten schon im Dezember 89 natürlich den Kohl vor dem Farnmeer in Dresden, war das ja, ja. Neumarkt oder Altmarkt, das war schon durchaus vorher ein starker... Ja, ich sage ja, das liegt an den Ostdeutschen, das ist doch... Haben Sie auch gesagt, vorher eingeräumt. Wenn wir noch mal einen Moment zurücktreten und wir kommen dann ja auf die Ereignisse 89. Wir haben noch so eine Zeit vorher übersprungen, die ja ganz wichtig ist. Sie waren beide vor dem Mauerfall politisch aktiv, auf unterschiedliche Weise, aber Sie sind demonstrieren gegangen. Ne, das, so. Und dann sagt man so, und Sie spielen es auch gerade ein bisschen runter, dann ging man halt demonstrieren, aber Sie alle hatten ja dann im Sommer gesehen, wie am Tiananmenplatz in Peking eine studentische Revolte blutig mit Panzern niedergeschlagen wurde. Also es war, Sie konnten nicht antizipieren, ob es gut ausgeht. Mit welchem Gefühl sind Sie auf diese Demonstration gegangen? Also das mit viel Angst, muss ich sagen. Also und andererseits war es dann, also ich war am 2. Oktober das erste Mal in Leipzig dabei und da bin ich mit einem Schauspielerkollegen hingegangen, der schon eine Woche vorher da war und für mich war eigentlich der Punkt, mitzumachen, dass der sagte, die rufen jetzt nicht mehr, wir wollen raus, sondern wir bleiben hier. Und das war für mich ganz, ganz wichtig zu sagen. Also, jetzt musste dazugehen. Und damals ging das noch nicht um den Ring drumherum. Ich glaube, damals wurde auch dieser Ruf geboren, wir sind das Volk, weil dann nämlich die Volkspolizei stand und rief, bitte verlassen Sie die Straße, was aber sehr schwer möglich war, weil da so ein gekesselt war und dann rief irgendwie jemand, wir sind das Volk, ihr seid doch nur unsere Polizei. So. Und der 9. Oktober, das war für mich doch so der entscheidende Tag, der ist für mich irgendwie auch, also für mich irgendwie wichtiger noch als der 9. November, weil da war dann nach dem 7. Oktober, wo es ja wirklich viel auch Prügeleien und Verhaftung und folterähnliche Zuführungen und sowas gab und wo man dachte, wenn jetzt die Staatsgäste abgereist sind, was passiert jetzt? Und dass es da gelungen ist, eben, dass es da keine Gewalt gab, das liegt natürlich dann letztlich auch an beiden Seiten und es waren einfach auch genug Leute da, 70.000, keiner kann es ganz genau sagen und das war eine unglaubliche Euphorie, also das war... Das war auch ganz, ganz souverän. Die einzigen Polizisten, die ich sah, die waren vor dieser runden Ecke, vor dem Staatssicherheitsgebäude. Da standen die dann so mit den Schildern und da stellten sich aber sofort Demonstranten davor und alle riefen immer, schämt euch was. Und dann war aber trotzdem dieses Glück da rumgekommen zu sein. Und das war für mich eigentlich der Moment, wo es kippte. Ich hatte dann noch einmal Angst, als es hieß, Krenz kommt an die Macht. Da hatten wir gerade die erste legale Demo beantragt. Dieser 4. November, das war ja von Theaterleuten initiiert, dass in jeder Stadt, wo ein Theater ist, da eine Demo beantragt wird. Und ich war durch Zufall bei dieser Beschlussfassung in Berlin mit dabei. Und wir gingen dann also in Altenburg zur Polizei und sagten, wir wollen eine Demo anmelden, wo die nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und dann kamen wir zurück und da sagte der Intendant, so, jetzt habt ihr den Salat, Krenz ist an der Macht, ich höre schon die Ketten rasseln in der Straße. Das war nochmal so ein Moment, aber als er dann am nächsten Tag in die Betriebe ging, um sich um die Sorgen der Leute, da dachte ich, nee, da passiert das jetzt nicht. Aber die Angst war schon da. Wir sind uns ganz bestimmt einig darin, dass uns beiden der 9. Oktober wichtiger ist als der 9. November, also emotional muss. Und ich finde das auch wichtig, dass wir hier drauf zu sprechen kommen, wann immer ich im Westen unterwegs bin oder auch im Ausland, wissen die Leute natürlich genau, was sie gerade gemacht haben, als sie die Nachricht von der Maueröffnung hörten und so. Das sind ja die Bilder davon sind ja inzwischen Ikonen geworden. Das steht auch für den Fall des Eisernen Vorhangs und die
Freude und die sich umarmenden Leute und das Trabi-Klopfen und der Ruf Wahnsinn und so. Das, ich will das alles auch nicht unterschätzen, bin ja Berlinerin und habe diese Nacht auch auf dem Kudamm genossen. Aber politisch gesehen war der 9. Oktober im Grunde die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Mauer überhaupt fallen konnte. Und der Tag war, ich habe ihn in Berlin erlebt, das ist nochmal ganz interessant, das nochmal nebeneinander zu halten. Das war ja eine Zeit, wo Abend für Abend in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg sich tausende Menschen trafen. Und seit dem 7. Oktober war wirklich brutal verhaftet, auch gefoltert worden oder misshandelt worden, sagen wir mal, in einem großen Ausmaß. Und wir hatten alle ja in den Tagen zuvor ja durchaus Peking im Sinn. Also das hatte ja einen Grund. Die DDR-Regierung war die einzige Regierung der ganzen Welt, die eine Delegation nach Peking geschickt hat, um den Genossen dort zu gratulieren zu diesem Vorgehen gegen Demonstranten. Und das war natürlich auch ein Signal in unsere Richtung, treibt es nicht zu weit. Also das wussten wir, dass es auf der Kippe stand. Sie hatten gerade nach Angst gefragt. Also ich erinnere mich an so eine Mischung. Einerseits waren wir hochgradig gespannt oder auch freudig gespannt, weil Dinge in Bewegung geraten waren. Die Demonstrationen, die Diskussionen, man traf sich nicht mehr nur in Kirchenräumen, sondern ging raus. Auf der anderen Seite war das klar, dass es auf eine Entscheidung hinlief und die konnte in beide Richtungen gefällt werden. Und am 9. Oktober haben wir halt von unseren Freunden aus Leipzig gehört, das war montags, dass man dort offenbar Vorbereitungen getroffen hatte, mit Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen. Also man hat Blutkonserven aus der Umgebung zusammengezogen, Ärzte sind auf die Behandlung von Schussverletzungen vorbereitet worden und Kitas, Kindergärten waren geschlossen. Und wir haben noch überlegt in Berlin, erzählen wir davon jetzt in unserer vollen Kirche? Wir konnten ja nicht überprüfen, sind das Gerüchte oder nicht? Wieso hätten wir das überprüfen können? Und unsere Kirche war ja auch umlagert und irgendwann kam dann der Anruf, der Ring ist geschlossen. Wir sagen, die Leute sind alle draußen und demonstrieren. Und das war schon, und dann bei uns hatte sich da auch die Belagerung der Kirche verzogen und jemand läutete die Glocken und wir hatten das Gefühl, boah, jetzt haben wir es geschafft. Ja, so fühlt sich Freiheit an. Und das haben viele dort erlebt und ich glaube in Leipzig vergleichbar. Und wer das aktiv miterlebt hat, für den war das der Point of No Return. Also und tatsächlich wurde ja von da an nicht mehr geprügelt, nicht mehr verhaftet. Zwar waren im November immer noch Leute in Haft aus dieser Zeit, aber man ließ die Leute gewähren und demonstrieren von da an. Deswegen war das der entscheidende Punkt. Und das hat doch Kraft freigesetzt. Ne? Frau Lochte hat bei unserer Begrüßung, als sie uns begrüßt hat, uns alle gesagt, gestern war der 4. November und am 4. November vor 30 Jahren haben Sie am Alexanderplatz vor 200.000 Leuten gesprochen. So, da wird man ja nicht drauf vorbereitet. Oder Sie sind es nicht. Und keiner von denen, der gesprochen hat, ich meine, Heiner Müller hatte als Theatermensch eine andere Erfahrung, aber Sie standen da und haben eine Rede gehalten. So, woher kam da die Kraft? Euphorie, ja, in den Wochen seit dem 9. Oktober haben wir ja fast in so einer Art Zeitrafferfilm gelebt. Da ist jeden Tag unglaublich viel passiert. Vieles davon war sehr ermutigend. Es wurde immer offensichtlicher, wie zermürbt und schwach die SED war, dass sie ihre Gegenwehr aufgegeben hatte. Also man hatte plötzlich das Gefühl, jetzt ist alles möglich, das schon. Andererseits war auch vieles noch völlig ungeklärt. Ich war ja eingeladen, dort zu sprechen, weil ich mit anderen zusammen die Berichte der Verhafteten und Misshandelten gesammelt hatte. Wir hatten mehrere hundert schriftliche Zeugnisse dieser Menschen da und konnten damit auch beweisen, dass das keine Ausrutscher waren, sondern dass die Gewalt gegen Demonstranten angeordnet, befohlen, organisiert worden war. Und wir forderten eine Untersuchungskommission dazu. Und das war der Grund, weshalb ich gebeten wurde, dort zu sprechen. Das war auch mein Hauptthema. Aber natürlich war das von der Stimmung her, war das toll. Ich war eine Stunde vorher schon auf dem Platz, auch um so ein bisschen mein Lampenfieber ein bisschen runter zu dimmen. Und ich sah die Leute mit ihren tollen Transparenten, die auch wirklich witzig waren. Ja?
und habe mich im Stillen bei denen entschuldigt, weil ich denen das nicht mehr zugetraut habe, den Menschen, dass die so kreativ sind. Die sahen auch wirklich alle so schön aus, weil da waren ja so viele, die an diesem Tag, glaube ich, zum ersten Mal aus ihrer Wohnung raus auf die Straße gegangen sind, zum ersten Mal. Freiwillig. Freiwillig, so meine ich das. Und, und wenn jemand so einen Entschluss gefasst hat und draußen ist und andere sieht, die auch rausgegangen sind, plötzlich gibt das, erzeugt das so ein Leuchten in Menschen. Irgendwie sahen die alle so frisch verliebt aus. Ja? Und das hat die Stimmung an dem Tag. Ich weiß nur, dass danach, dann saß ich mit meinem Freund in so einem Bushäuschen, da fuhren schon die Kehrmaschinen über den Alex. Und wir guckten uns an und sagten, das kriegen die nie wieder in die Löcher zurückgestopft. Ja? Also das war so das Gefühl, dass also wir wussten nicht, was kommt. Keiner wusste das. Aber dass das alles anders wird, das wussten wir schon. Und das habe ich genossen. Ja, und das ist, glaube ich, ganz schön, dass wir heute das an dem Abend mal festhalten. Wir hatten das bei anderen Jubiläen, dass wir uns an die Euphorie, haben Sie gesagt, Sie haben von einem Leuchten gesprochen, dass wir uns durchaus daran erinnert haben, aber jetzt in diesen Wochen und Tagen, es liegt sicherlich an den Landtagswahlen auch, ist es ein bisschen miesepetrig, aber deswegen halten wir das auch mal fest, es gab dieses Leuchten und letztlich finde ich immer noch, es ist das ganz große Geschenk der Geschichte gewesen, dass das so friedlich gelaufen ist und das alles auch doch als freudige Erfahrung in unserem Leben sitzt. Die Erfahrung, Geschichte kann auch eine gute Wendung nehmen. Das finde ich immer noch schön. Sie sagen ja, wenn man sich Ihre Rede anguckt, man hat das aber trotzdem nicht gewusst. Man hat gewusst, Sie kriegen das nicht mehr so ganz zugebunden wie vorher, aber es war ja in diesen Tagen noch nicht vom Ende der DDR und von einer Einheit die Rede. Ne? Sie haben gesprochen von Meinungsfreiheit in der DDR, Reisefreiheit in der DDR, war nicht Ihr Begriff, aber Sie haben das so selbstverständlich angenommen, dass das erstmal so bleibt. Eine Reisefreiheit würde man ja nicht fordern, wenn man wüsste, das ist in ein paar Tagen sowieso alles vorbei. Ne? Das war wirklich ein Zwitter von Demonstration, anders als am 9. Oktober in Leipzig. Ich frage mich immer noch, wie das kam, dass ich damals Ja gesagt habe dazu, auf einer Demo mit Schabowski und Markus Wolf zu sprechen. Das ist nur damit zu erklären, dass das Neue zwar schon sichtbar war, aber das Alte noch nicht weg. Und wir wissen ja inzwischen, dass die SED auch versucht hat, diesen 4. November nochmal für sich zu instrumentalisieren. Also Gregor Gysi hat ja auf dieser Demo noch den Alleinvertretungsanspruch der SED, der ja im Gesetz stand, verteidigt und so. Also es war schon eine merkwürdig ambivalente Veranstaltung, aber die Leute, die da unten standen und ihre Transparente und das, was sie gerufen haben oder so, hat ja überdeutlich gemacht, dass diese Genossen da auf der Tribüne wirklich verloren hatten. Sie haben das gerade gesagt, der Alleinvertretungsanspruch der SED, da würde ich doch ganz gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie sagten, die CDU in der DDR sei letztlich genauso diskreditiert gewesen, ich hoffe, ich zitiere Sie da richtig. Empfinden Sie das auch so oder ich würde sagen, es hatte aber dann auch wenigstens einen Moment einer Opposition zu sagen, gut, es gibt aber auch noch andere Parteien. Also wie sehen Sie das? War die CDU genauso diskreditiert wie die SED? Also in meinen Augen war sie das. Also ich habe das, ich weiß nicht, die CDU-Leute, die mussten sich ja dann immer noch mal besonders beweisen. Und vielleicht habe ich irgendwie Pech gehabt, aber ich habe es an der Uni erlebt. Ich habe es noch im Herbst 89 in Altenburg erlebt, wo der SED-Kreissekretär schon davon sprach, dass er tief beeindruckt ist von der Demo. Und der CDU-Mann sagte, das werden wir nicht weiter dulden. Der war dann bald weg, aber das war einfach diese Konstellation. Das war ja für mich auch der Schock, dass am 18. März diese CDU-Leute plötzlich die Wahlsieger waren. Das war schon ein Schock. Und es war halt auch dieses Leipzig, das war immer die Euphorie. Aber dann nach Altenburg zu gehen und zu sagen, ich heiße Ingo Schulze, ich wohne in der Georg-Schumann-Straße 104, ich gründe jetzt die Mediengruppe des Neuen Forums. Also man wusste ja auch nicht so richtig, was man da jetzt macht. Man erfand ja auch die Welt
neu und es gab ja in dem Sinne auch keine, dass die jetzt in Berlin, wo man immer sagte, die wissen immer alles, dass die uns jetzt sagen, wie das da abzulaufen hat. Jeder, das war ja eine Basisdemokratie, wo jeder irgendwie die Welt nochmal neu erfand. Aber ich finde, wenn man sich das so anguckt, auch noch wie also gibt es ja zuhauf die ganzen Zitate, gucken Sie mal, was de Maizière noch wie der vom Sozialismus gesprochen hat. Ne? Und das ist dann natürlich ganz schnell gekippt. Und das ist interessant, sich das anzugucken, jetzt nicht um irgendwie alte Schlachten nochmal zu schlagen, nur um zu sehen, dass das auch hätte ganz anders kommen können oder ganz anders laufen können. Und also über die CDU im Osten ist eigentlich relativ wenig bekannt im Westen, muss man sagen. Und ich würde es schon... Ich würde mich schon freuen, wenn die CDU die Stärke besäße, auch mal auf diesen Teil ihrer eigenen Geschichte, also auch dieses Einverleiben der CDU Ost mal zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen. Das, finde ich, gehört auch zu einem redlichen Umgang mit der Vergangenheit und mit oder den 90er Jahren. Ja, genauso, die Liberalen auch. Man muss allerdings sagen, dass die CDU im Osten, sie war eine Marionettenpartei, das muss man schon so sagen. Also sie konnte nicht eine einzige Entscheidung treffen ohne die Zustimmung der SED. Sie waren aber dann auch nicht beteiligt an den, da, wo wirklich die machtvollen Entscheidungen getroffen wurden. Die wurden im Politbüro der SED getroffen. In der Stasi war nicht ein CDU-Mann. Also das, da gab es schon große Unterschiede. Allerdings auf der kleinen Ebene, glaube ich, sofort, da haben die dann auch ihre Macht ausgespielt. Und dann, das ist im Nachhinein wirklich sehr schwer. Also man muss auch sagen, es waren etliche in der CDU Mitglieder, die damit vermeiden wollten, in die SED eintreten zu müssen. Das muss man auch sagen. Aber ob das jetzt sozusagen der gute Weg war, ist noch eine andere Frage. Und dann ist die CDU Ost ja in diese Allianz für Deutschland übergegangen. Und die Leute hatten, das hat ja Herr Schulze schon gesagt, den Eindruck, die meisten kannten, glaube ich, den Namen de Maizière gar nicht, also den Namen des Spitzenkandidaten, die haben Helmut Kohl gewählt. Margaret Thatcher hat ja nach der Wahl am 18. März auch Helmut Kohl gratuliert und nicht etwa Thomas de Maizière. Das sagt ja alles. Lothar de Maizière. Ja. Aber ich will nur noch mal ganz kurz, nicht, dass man sich jetzt über irgendwie eine Person schreit, aber mir war dann manchmal, ich meine, jetzt Gorbatschow als Dissident wäre sinnlos gewesen. Das war ja immer so eine Frage. Also ich bin davor behütet worden, in so eine Partei zu gehen. Für mich kam das nicht in Frage. Das war vielleicht auch eine Generationenfrage. Aber natürlich hat man darüber gesprochen, wie, wenn du was bewegen willst, und das ist ja gar nicht so fremd heute, diese Diskussion auch, dann musst du in eine Partei gehen. Und in dem Falle eben, weil jetzt vom 4. November die Rede ist, ich habe es tatsächlich so erlebt, dass eben an diesen 15. Oktober, als man sich da hier traf in Berlin, also im Deutschen Theater, dass dann das tatsächlich Gysi der Stichwortgeber war für diese Demonstration, weil er nämlich sagte, dann beantragt doch mal eine legale Demonstration, und alle lachten und sagten, was soll denn das? Und er sagte, na klar, für die in der Verfassung verbrieften Rechte und Freiheiten. So, und so kam das ins Rollen. Und ist das nicht ein bisschen naiv, Herr Schulze? Ich meine, dadurch hatte er dann auch natürlich einen Fuß in der Tür. Ja, Redeliste so aussah, wie sie aussah, da wette ich, dass das auch mit Gysi zu tun hatte. Das kann durchaus sein und wahrscheinlich nicht nur mit ihm. Ich will nur sagen, dass das, er hat das neue Forum mit angemeldet, deshalb war ich ihm immer positiv gegenüber eingestellt. Also ich will nur sagen, dass das war ja jetzt nicht so, da ist die SED, da sind wir. Für mich war ja das Verrückte, dass ich eigentlich erst und unsere Demo, die wir damals beantragt hatten, weil wir an dem 4. auch demonstrieren wollen, das hat man uns nicht genehmigt. Mhm. Dann hatte Altenburg die größte illegale Demo. Ich hatte denen gesagt, das ist, die Demo wird stattfinden. Ich musste unterschreiben, dass ich die nicht organisiere. Ich sage, dann läuft die ab ohne was. Das ist, aber sie wird stattfinden. Und dann kam 14 Tage später, da war die Mauer schon gefallen, die legale Demo. Und ich weiß noch, wie die war dann nicht mehr ganz so groß, aber weil so viele schon im Westen waren. Aber dann kamen wir dahin und vor dieser Bühne standen vielleicht 100 bis 200, ich weiß nicht mehr, fast nur Frauen. Also die Mutigen waren die Frauen und die schwenkten DDR und rote Fahnen. Und deshalb dachte ich, jetzt siehst du zum ersten Mal in deinem Leben wirklich Leute, die für die DDR
sind. Also weiter, das konnte man nicht mehr, die hatten nun keine Vorteile mehr davon, sich da hinzustellen gegen die Tausende, die da kamen und sie niedergepfiffen hatten. Und ich will nur sagen, natürlich hatte ich dann lange Zeit immer noch Angst vor dieser SED, dass sich da was zurückdreht, aber ich habe es in diesem, sagen wir, in diesem Transformationsprozess jetzt nicht immer als diese ganz starren Fronten erlebt. Also was Leipzig bewirkt hat, das war natürlich Masur, aber das war der Kabarettist. Naja, dieser Aufruf zum Dialog. Und das musste natürlich einer von der SED sein. Und das soll man, glaube ich, auch nicht runterspielen. Die Frage nach der Rolle von Masur schlage ich vor, dass wir die jetzt mal zurückstellen. Sonst müssen wir wirklich streiten. Hm? Ja gut, also jedenfalls, ich habe damals... Ich bin begeistert über Ihre Uneinigkeit. Ja. Nein, aber für mich, wir hatten den Kühlschrank voll gekauft, weil wir nicht wussten, wann wir zurückkommen, ob, na gut, vielleicht auch, aber und dann war klar, also dieses keine Gewalt und da kamen diese Stimmen von Masur und so weiter, das war wichtig, das war in dem Moment wichtig und das war ein Tag, der etwas zum Kippen gebracht hat. Also insofern finde ich es interessant, da eben bei sowas dann näher hinzugucken, weil das natürlich dann auch vor manchen Pauschalisierungen vielleicht. Ja, also wir merken, wir haben es da mit einem Stück Geschichte zu tun, das sich noch gar nicht abgelagert hat, wo wir immer noch viele unterschiedliche Perspektiven sehen, Themen sehen, Rolle Masurs wird begeistert von uns aufgegriffen und eben auch die Frage, was war eigentlich mit der Ost-CDU? Ne? Also da ist noch viel genauer zu betrachten. Sie haben 10 Jahre in den Akten gesessen. Ne? Das ist natürlich auch... Übrigens wurde auch früher, also vor 10 Jahren, also zu diesen Jahrestagen, wurde heftig darüber gestritten, auch mit Wissenschaftlern, ob man überhaupt von einer Revolution sprechen kann. Also das wurde von vielen bestritten. Manche tun es noch heute, die Stimmen sind aber leiser geworden. Unterschied Revolte oder Revolution, ne? Das war die Debatte. Nee, da war eine Wende und Umbruch und dies und jenes, aber Revolutionen haben also aus verschiedenen Gründen abgelehnt, diesen Begriff. Frau Böttler mag übrigens den Begriff Wende nicht, sie hat auch recht. Da sind wir uns sehr einig. Und da sind sich die beiden einig. Mögen Sie es uns nochmal erklären? Ja, das war eine Wortschöpfung von Egon Krenz, Wende. Noch vor dem Mauerfall. So hat er sich das gewünscht, sich so durchzuwenden oder winden oder was er sich so darunter vorgestellt hat. Das war jedenfalls sein Begriff und er ist so schön kurz und knackig, haben viele übernommen. Ich verwende ihn überhaupt nicht, also ich kämpfe jetzt nicht dagegen, kann jeder nutzen, der will. Aber dahinter stand natürlich ein bestimmtes Programm und wenn man sich das bewusst macht, oder seit ich mir das bewusst gemacht habe, vermeide ich diesen Begriff Wende. Sie tun es bald. Auch weil ich so gerne von Revolution spreche. Es war nämlich eine. Ja. Friedliche Revolution, das ist das Besondere. Nur von einer Seite. Ich spreche auch nicht von friedlicher Revolution. Mhm. Seitens der Demonstranten schon, aber die andere Seite war alles andere als friedlich. Ja. Das kennen Sie auch aus den Akten. Ich war letzte Woche bei... Zahnärztin, die ist Ostdeutsche, da sind wir wieder beim Alltagsthema und da lag ich also da so unter ihr und vorher frage ich dann immer, wie war denn das da 89? Erstens, weil es mich wirklich sehr interessiert, sie toll erzählen kann und ich bin auch einen Hauch abgelenkt von diesen schrecklichen Dingen, die sie da mit mir tut. Und wir kamen da wirklich, oder sie kam auf diese Mauerfalltage, die ja so faszinierend sind, dass... wir das auch heute von Ihnen hören durften. Und was mir da so auffiel, das ist fast, wie man das aus der Traumaforschung kennt, dieses Minutiöse, die genauen Bilder und was die Leute anhatten und das Milky Way, das sie zugesteckt bekommen hat von der Tante, der Freundin, mit der sie das erste Mal im Westen war und dann das Gefühl, naja, so ein Milky Way, ich bin doch hier fast erwachsen und so, also haargenau und da, ich war so mitten in der Lektüre ihrer Bücher und sie haben das ja auch drin, dieses minutiöse Erzählen dessen, was dann in den Monaten nach der Revolution als anders empfunden wurde. Sie haben in den Simplen Stories diese Erzählung, Ehepaar, Bustour nach Italien und
riesen Provianttasche dabei, eine gewisse Scheu, dann auch mal im italienischen Restaurant essen zu gehen, weil man das nicht gewöhnt war. Nee, die hatten zu dem Zeitpunkt einfach keine D-Mark. Also das werde ich oft gefragt, aber das ist jetzt nicht, weil die Ostdeutschen nicht gerne italienisch essen gegangen wären, sondern die hatten einfach noch keine D-Mark. Sind dann aber dann auch doch im Café und wie sie sich da fühlen, das beschreiben sie. Wie war denn das für Sie, Frau Birtler, welche Erfahrungen des Fremdseins und Mann ist das hier anders, hatten Sie in diesen Tagen? Also gleich in den ersten Monaten nach der Maueröffnung, meinen Sie? Ja. So fremd war mir der Westen gar nicht, weil ich war eigentlich in gutem Kontakt mit dem Westen. Wir hatten Freunde, die uns oft besucht haben. Ich durfte auch schon dreimal selber in den Westen fahren. Das war so eine Art kirchlicher Dienstreise. Und weil ich drei Kinder hatte, waren die ziemlich sicher, dass ich zurückkomme. Und sodass ich wenigstens flüchtige Eindrücke hatte. Außerdem wurden wir ja über die Medien auch mit sehr viel Informationen und Bildern versorgt. Also wir haben zu Hause regelmäßig die ganzen politischen Sendungen geschaut, die Sie auch kennen. Das war selbstverständlich, dass um 8 abends die Tagesschau geguckt wurde. Und so insofern war natürlich dann das Alltagsleben, das Leben auf den Straßen und so, das war alles nochmal neu. Aber wir wussten, glaube ich, sehr viel besser über den Westen Bescheid als der Westen über uns. Das würde ich schon mal behaupten. So. Das war ja unsere Referenz quasi. Und die Feststellungen von Verschiedenheit, das kam dann eigentlich erst etwas verzögert. Also in dem politischen Bereich beispielsweise, also wir vom Bündnis 90 haben wir dann angefangen, Wahlen vorzubereiten dann war ich Abgeordnete in der Volkskammer und da gab es natürlich auch einen engen Kontakt auch mit der grünen Bundestagsfraktion. Und obwohl wir uns thematisch ziemlich nah standen, also Ökologie und Dritte Welt und wir hatten ja eine ganze Reihe gemeinsamer Themen, wurde mir da erst klar, wie groß die politisch-kulturelle Kluft zwischen uns ist. Aber sowas von groß, ja. Ich habe nur immer hin und her geguckt, wie die sich stritten. Das war für uns nicht auszuhalten, ja. So wirklich auch immer mit so einem Vernichtungspotenzial in der Stimme. Das kannte ich nicht, weil, das ist logisch, wir hatten in der Opposition sehr gründlich gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Wir wussten auch, dass man mit einem einzelnen Satz, manchmal auch mit einem weggelassenen Satz, eine erhebliche Wirkung erzeugen kann. Und wir durften uns auch gar nicht, obwohl es auch Unterschiede zwischen uns gab, so bis aufs Messer streiten, weil wir ja so einen gefährlichen gemeinsamen Gegner hatten. Das konnten wir uns gar nicht leisten. Da war auch Solidarität gefragt. Also dieser Kulturunterschied, so dieses Laut und Leise, dieses sich darstellen und dieses Siegen müssen. Das sind jetzt alles so eine Stichworte, da müsste man nochmal drüber diskutieren. Aber es war für mich wirklich, ich will es an einer kleinen Geschichte mal deutlich machen. Also zu unserer Fraktion gehörte auch Wolfgang Ullmann, der sozusagen wirklich so ein Intellektueller der alten Schule war, gutes Benehmen hatte. Und wir saßen denn in dieser Bundestagsfraktion, die wirklich sich schon in einem desolaten Zustand befand und die kämpften sich und er meldete sich erstmal schon. Es war sowieso keiner gesehen. Und dann irgendwann hat er dann aber doch das Wort gekriegt und sagte dann so, Frau so und so, ich kann Ihnen im Großen und Ganzen beipflichten, aber es gibt da zwei Punkte, da bin ich anderer Ansicht. Und es war Stille im Raum. Das war ein Duktus, den hatten die jahrelang nicht mehr gehört, behaupte ich mal. Dass also das Einräumen, dass der andere auch mal recht haben könnte, war ja das Erstaunliche. Aha. Also so, das will ich jetzt auch nicht hochrechnen auf den ganzen Westen, aber auf die Politik schon, das war auch durchaus ein Standortnachteil für die Leute aus dem Osten, dass sie nicht so verinnerlicht hatten, dass man sich seinen Platz schaffen muss, dass man sich sichtbar machen muss. Als ich nachher in den 90er Jahren Ministerin war, konnte ich jahrelang auf Anhieb in den Bewerbungen sehen, welche ist aus dem Osten und aus dem Westen. Also dieses, was man immer so einfach mit sich verkaufen bezeichnet oder sich darstellen, die eigenen Stärken hervorheben und so. Das
hatten die Ostler dann erst zu lernen. Das ist nicht nur eine Tugend, wie die waren. Ich will nicht sagen, die waren so fein bescheiden. Es war auch ein Stückchen Falschheit dahinter, sich nicht zu zeigen, abzuwarten, bis man gefragt wird. Würdest du vielleicht für die Volkskammer kandidieren? Ach nein, das können doch andere viel besser und so. Also das war auch nicht diese antrainierte Bescheidenheit, war auch nicht immer echt, ja. Aber da kamen Welten zusammen, die waren nicht so leicht zu verknüpfen. Herr Schulze, das erzählende Ich ist natürlich immer was anderes als der Schöpfer, Gott, der Autor, aber es ist der Stoff, aus dem Sie vielmals geschöpft haben, diese Beobachtung des Fremden und anderen. Was haben Sie denn jetzt mal als Mensch und nicht als Schöpfergott, als Autor für sich selber in Erinnerung? Was ist Ihnen so aufgefallen in diesen Tagen und Wochen nach dem Mauerfall? Alles. Also ich meine, es hat sich ja im Osten tatsächlich alles verändert. Also das ist ganz egal, was man aufzählt, eigentlich ist alles anders geworden in sehr kurzer Zeit. Und was mich halt immer sehr interessiert hat und heute auch interessiert, ist das, die Rolle des Geldes. Also ich habe mit 27, also ich so im Frühjahr 90, das erste Mal insofern bewusst über Geld nachgedacht. Nicht, dass man im Osten nicht auch gerne mehr Geld gehabt hätte und so weiter. Das, natürlich hat das Geld im Osten eine Rolle gespielt. Aber wenn Sie jetzt eine Berufswahl getroffen haben, dann spielte das eigentlich eine sehr untergeordnete oder keine Rolle, oder auch mit Wohnungen oder so. Also das war oder also die Unterschiede waren vom Geld her nicht so definiert. Und das fand ich, das war vielleicht dieses, wir haben eine Zeitung gegründet, also Freunde und ich aus dem Nichts, hatten überhaupt, also wir haben die immer schneller verkauft, als die Druckkosten kamen und die Gehälter und so. Oh, herrlich, sowas hätten wir auch. Das war halt tatsächlich möglich, und wir hatten uns aber gar nicht als Journalisten verstanden und schon gar nicht als Geschäftsleute. Wir dachten ja am Anfang, dass uns wird irgendwie so eine, die neu gegründete SPD oder Bündnis 90, die werden uns schon finanzieren. Und wir waren so, hoppla, das klingt jetzt so, aber es war wirklich dieses Staunen, ach so, jetzt müssen wir sehen, dass wir das, dass sich irgendwie, dass wir uns über Wasser bleiben, und wollten das gründen, um die Demokratisierung der DDR zu begleiten. Und dann war man natürlich sprachlos, weil mit der, also spät, ich meine, das zeichnete sich dann mit den Wahlen ab, aber mit der Einführung der D-Mark gab es eigentlich nichts mehr Grundsätzliches zu bereden. Das, worüber man vorher alles gesprochen hat. Und das war ja eigentlich dieses Tolle, dass man nicht vor der Ökonomie Halt machte, dass diese Demokratisierung natürlich schon auch fragte, wie eignen wir uns jetzt diese Betriebe an. Und das wurde, da, ich kann es nur noch mal sagen, durch dieses Versprechen der D-Mark gleich und dann geht auch alles gut und dann kommt dieses Wirtschaftswunder und die blühenden Landschaften, dagegen konnte man nicht argumentieren. Das war ja wirklich ein Witz. Also die Kastanien aus dem Feuer geholt haben, bekamen 2,9%. Das muss man sich einfach immer noch mal überlegen, finde ich. Da sprechen Sie sich doch auch. Jetzt müssen wir wirklich mal, also es stimmt, ich hab mich damals sehr darüber geärgert, dass Helmut Kohl so den Eindruck erweckt hat, dass man die deutsche Einheit aus der Portokasse bezahlen könnte und so, das stimmt. Aber andererseits hat er natürlich auch reagiert auf etwas, was immer stärker bei den Ostdeutschen eine Rolle spielte. Von Anfang an, seit der Maueröffnung, sind Menschenströme noch in den Westen gegangen. Das war ein ganz großes Thema, bereits am Runden Tisch und dann in der Volkskammer, dass Leute abwanderten. Und man merkte das in der Wirtschaft, man merkte das im Dienstleistungssektor, in der Medizin ganz stark. Also da war, es gab ja dann Demos, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr, mit dem Koffer standen sie an der Grenze. Also das war auch schon ein großer Druck aus der Bevölkerung, die ungeduldig waren, die wollten jetzt endlich auch das Westgeld haben. Sie konnten in den Westen fahren, wollten sich was kaufen, hatten aber kein Westgeld. Und das, finde ich, darf man auch nicht geringschätzig betrachten. Ich kann das gut nachvollziehen. Und darauf hat er natürlich auch insbesondere Helmut Kohl, aber auch andere Politiker gesetzt. Aber ich glaube, dass es eine Illusion gewesen wäre, diesen Prozess
zu verzögern. Ich habe damals auch dafür geworben. Ich habe für einen allmählichen Prozess in die deutsche Einheit geworben, für die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung nach Grundgesetz Artikel 146. Erstmal müssen wir ein demokratisches Subjekt werden, dann gehen wir in Augenhöhe in die Einheit. Das wäre, glaube ich, auf demokratischem Wege nicht möglich gewesen. Also zu dem Tempo der deutschen Einheit, auch der Währungsunion, gab es meiner Ansicht nach keine demokratische Alternative. Aber warum wäre das nicht demokratisch möglich gewesen? Ich hätte mir gewünscht, dass dann im Prozess der deutschen Einheit, da gab es schon ein paar Stellschrauben, die man anders hätte stellen können. Nein, also mit demokratisch meine ich, Sie hätten die Mehrheit der DDR-Bevölkerung nicht davon überzeugen können, dass die warten mit der deutschen Einheit. Und das wäre demokratisch gewesen. Also sie hätten gegen die Mehrheiten der Ostdeutschen so eine Entscheidung treffen müssen. Das geht doch nicht. Naja, nee, das sage ich ja. Es lag aber auch an diesen Versprechungen. Und man hätte natürlich die Situation noch lag anders. Lag vor allen Dingen an den Fakten, Herr Schulz. Naja, es ist beides. Also das erste Mal, das kann man nachweisen, am 12. Februar, die D-Mark gefordert worden dann auf der Straße, und sie war natürlich schon vorher auch von der Bundesbank, vom Finanzministerium lanciert worden, und das ist mit Horst Köhler und Thilo Sarrazin, der es dann im Endeffekt Schulze, gemacht hat. Nein, das aber stimmt so nicht. Doch. Im Februar 1990 hat Helmut Kohl noch gesagt, das kann ganz schnell gehen mit der Einheit, liebe Leute. Vielleicht haben wir sie schon 1995. Also es war wirklich, also noch unmittelbar vor den Wahlen war das so. Das war dann immer noch schneller, als andere Parteien sagten. Aber es gab dann eben einen riesengroßen Druck, und der ging von den Leuten aus, die massenhaft gingen, auch noch bis zum Sommer 1990. Und das hat den Druck ausgeübt auf die Bundesregierung, die ja auch gewarnt wurde vor der Bundesbank. Macht das nicht so schnell. Auch die Wirtschaft hat gewarnt. Macht das nicht so schnell. Es gibt ein Fiasko mit der Schnellwährungssituation. Das war auf Druck hin. Und dann kam hinzu, die außenpolitische Situation. Die Situation in der Sowjetunion wurde instabiler. Man wusste nicht, wie lange das Gorbatschow noch schafft. Hat sich ein Jahr später auch dann bestätigt, dass das schwierig war. Wir hätten die deutsche Einheit mit einem sowjetischen Präsidenten, der so gestrickt war wie heute Putin, nicht gekriegt. Also da musste man auch auf das Zeitfenster achten. Also kurz und gut, ich glaube, dass es, obwohl ich damals anders gedacht habe, dass es zu dem Tempo der Einheit keine Alternative gab, nur zum Verfahren. Da hätte man manches anders machen können. Und ich finde aber dennoch beide Perspektiven hochinteressant. Also wir waren neulich bei Herrn Schäuble, der natürlich auch Einheitsvertrag gemacht hat damals, Innenminister der Bundesrepublik, und der argumentiert wie Sie, die hätten da gesessen und hätten gedacht, das blutet aus und wir reagieren auf etwas. Ne? Also diese aber Schäuble Zeit hat sehr genau gesagt, Jungs, das ist keine Vereinigung, das ist ein Beitritt. Und bitte akzeptiert. Ist auch richtig, und ich finde es auch, ich will auch ganz kurz noch sagen, es ist natürlich auch umgekehrt worden, Schuh draus, es hätte natürlich vielleicht Gorbatschow gestärkt, wenn es nicht diese schnell deutsche Einheit gegeben hätte. Also das wäre auch noch eine Variante. Aber ich glaube, das hat natürlich sehr an dem Wunsch in Bonn gelegen. Was verspricht man, was ist möglich, was sagt man? Und ich finde, das ist nicht irgendwie so eine Notwendigkeit gewesen, dass es so gekommen ist. Dann kann man natürlich noch über den Umtauschkurs reden. Aber es war doch völlig klar, dass das für den Osten, für die Industrie das Todesurteil ist. Aber Herr Schulze, es war doch eine kleine Minderheit, die DDR noch eine Weile erhalten wollte. Ich erinnere mich an Wahlveranstaltungen, wo ich auch wirklich mit warmen Tönen gesagt habe, lassen Sie uns doch erstmal politisch erwachsen werden, dann in die Einheit. Ich weiß noch, da stand ein Mann hinten auf und sagt, Frau Bürger, das ist so sympathisch, was Sie sagen, finde ich auch prima, auch Ihre politischen Ziele, aber wissen Sie, wir haben gerade ein Experiment hinter uns, bitte nicht noch eins. Und dann sagten wir, wissen schon, dass nicht alles Gold ist im Westen, was glänzt, aber er funktioniert und mehr wollen wir nicht. Und das war die Haltung von ganz vielen Leuten. Funktioniert. Ja, also wir sind ja jetzt auch sprachlich ganz oft im Konjunktiv. Wir gucken von heute auf damals und fragen uns, wie wäre es möglich gewesen, wenn wir so abgebogen wären. Und ich finde das als Gedankenexperiment interessant, denn wir haben ja gerade in diesen
Tagen diesen Unmut hier und dort und die Frage, man, da ist doch einiges nicht gut gelaufen, deswegen finde ich beide Perspektiven legitim, aber an einem Punkt merke ich dann doch auf, wenn zum Beispiel Herr Ramelow, der jetzt eine Wahl zu gewinnen hatte in Thüringen, vorher sagt, naja, ein Unrechtsstaat ist die DDR nicht gewesen, und Frau Schwesig sagt das auch. Also warum meinen hochrangige Politiker Wählerstimmen zu bekommen, wenn sie sagen, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen, Herr Schulze? Ich würde das auch nicht sagen. Ich finde das falsch zu sagen, so pauschal. Es ist natürlich im politischen System, ist völlig klar, ist das ein Unrecht gewesen, da gab es kein Recht. Aber im Familienrecht oder Arbeitsrecht oder so, also ich hätte wahrscheinlich 1990 auch noch gesagt, ja klar war das ein Unrechtsstaat, aber das ist sozusagen die Legitimation, absolut alles, was da war, in die Tonne zu treten. Und wer sozusagen gegen den Unrechtsstaat nicht opponiert hat, der war also auch irgendwie erledigt. Ich finde, man muss es differenzierter beschreiben. Ich finde es nicht richtig, einfach zu sagen, DDR war Unrechtsstaat. Es war, also kann mich jetzt nur wiederholen, bei politischen, ideologischen Sachen und die Mauer, so, das war's. Aber trotzdem ist es, also ich weiß es von meiner Mutter mit der Scheidung meines Vaters, also so gut hätte das, glaube ich, oder so, also da funktionierte das Recht. Das war richtig. Und im Scheidung war leicht, ja. Also sozusagen die Mauer, das ist ja ein Punkt, den Sie nennen, aber da sind ja Leute erschossen worden. Ne? Sie wollen Sie sowieso widersprechen. Machen Sie mal, muss ja nicht. Ja, ich habe ja schon vor 10 Jahren mit Gesine Schwan darüber gestritten. Das ist auch alles. Im Grunde haben sich die Argumente nicht verändert. Frau Schwan hat es auch in kurzer Zeit, als sie Bundespräsidentin werden wollte. Also mit anderen Worten, wenn man den Ostdeutschen irgendwie ein Zugeständnis machen will, sagt man, die DDR war gar kein Unrechtsstaat. Und ich finde das wirklich kleingeistig. Also wenn man so rangeht wie Sie, Herr Schulze, denn war auch der nationalsozialistische Staat kein Unrechtsstaat. Da gab es auch ein Verkehrsgesetz, was funktioniert hat. Die Ehen blieben gültig nach dem Ende. Entscheidend ist doch nicht, was im Alltag jeden Tag geschieht oder so, sondern entscheidend ist, ob ein Staat auf Recht oder auf Unrecht gegründet ist. Und die DDR und die weder ist die politische Macht je demokratisch legitimiert worden, noch gab es eine Gewaltentrennung, noch gab es die Möglichkeit für den einzelnen Menschen, sich gegen staatliche Willkür zur Wehr zu setzen und. Also die ganze Struktur und das Fundament, wenn Sie so wollen, der DDR war auf Unrecht gegründet. Und deswegen sage ich Unrechtsstaat und nicht, weil jeder Mensch immerzu in Unrecht verstrickt ist. Wir leben heute in einem Rechtsstaat und trotzdem gibt es eine ganze Menge Unrecht in unserem Land. Trotzdem ist es ein Rechtsstaat, der Struktur und den Fundamenten nach. Und diesen Unterschied meine ich. Und es ist doch keine Kränkung, wenn ich einem Menschen sage, du hast zwar ein anständiges Leben geführt, aber du hast in einem Unrechtsstaat gelebt. Das ist doch nachträglich die immer von der SED beschworene Einheit von Volk und Partei, die damit beschworen wird. Also bitte nicht. Also ich finde es in der Sache eben nicht richtig, weil ich wusste bei bestimmten Sachen, da braucht man, also da ist es halt so, wie das ist. Das ist kein Recht. Aber bei anderen Sachen war es dann hat man sich eben doch auf Sachen verlassen. Es gilt aber für jede Diktatur. Es gilt für jede Diktatur, ja, aber dass auch ein paar Sachen funktionieren. Naja, aber ich würde es trotzdem nicht gleich mit dem Nationalsozialismus vergleichen. Vergleichen darf man alles. Nee. Nur nicht gleichsetzen. Und das andere ist die Wirkung von so einem Begriff. Das heißt, man muss dann eigentlich über gar nichts mehr diskutieren, was dort stattgefunden hat. Und das finde ich auch so gefährlich. Also wenn man sowas, ich finde eben, dass wir dadurch, dass das ein Beitritt geworden ist, auch wahnsinnig viel Zeit verloren haben. Also so ein völlig simples Beispiel, was jetzt gar nicht politisch ist, aber wir haben alle immer schön gelernt in der DDR, Verlagerung von der Straße auf die Schiene. So. Dann kam das völlig, jetzt nach 30 Jahren entdecken wir das auch wieder. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, naja, so weit waren wir schon mal. So, und so kann man eine ganze Menge Sachen aufzählen. Und ich finde, dass mit diesem großen
Begriff Unrechtsstaat eigentlich alles so platt gemacht wird, statt eben das konkreter zu beschreiben. Ich glaube, an dem Punkt kommen Sie nicht zusammen und das muss auch gar nicht das Ziel dieser Veranstaltung sein. Wir sehen aber, es gibt diese Spuren von hier nach heute und wir haben es auch mit einem politischen Milieu jetzt ganz aktuell zu tun, die diese Linie ganz stark ziehen wollen. Herr Höcke hat jetzt, als er in seinem Wahlkampf war, von der Wende 2.0 gesprochen. Wir sehen das schon länger, dass die Begriffe, also im Grunde der Begriff der Revolutionszeit, wir sind das Volk, jetzt von der AfD eher völkisch ausgelegt wird. Herr Schulze, wie ist es dazu gekommen, dass diese Zeit vor 30 Jahren jetzt auf diese Weise politisch genutzt wird? Wie interpretieren Sie das? Naja, das entbehrt ja in gewisser Weise jeder Grundlage. Das ist ein ziemlich, also im Sinne des Wahlkampfes ist es leider Gottes sau gut. Aber also ich war jetzt viel in Brandenburg unterwegs und also im Juli, und das Desaster war, dass die einzig guten Wahlplakate von der AfD waren. Also bei den Grünen hat man sich so zur Krabbeltruppe gemacht gefühlt und bei den anderen war es ziemlich nichtssagend. Was war gut dran? Bitte? Was war gut? Nein, ich meine, ich meine, dass die Versprechen heiße Luft sind, aber sie haben sozusagen den Einzelnen plötzlich in den historischen Kontext gestellt. Die haben sich von überall die Sachen zusammengeklaut, Freiheit statt Sozialismus, Willy Brandt, die Wende vollenden, also all diese Dinge. Und eigentlich, ich meine, außer irgendwie, also keiner weiß so richtig, was die Politik da sein soll, also bis auf irgendwie weniger Zuzug, weniger Asyl, aber was da eigentlich dahinter ist, das ist eigentlich unter diesem Slogan eher versteckt worden. Und meine Erfahrung ist, wenn ich irgendwie in Diskussion mit AfD-Politiker ist, das ist ganz, ganz schwer zu fassen, weil sie sich von überall bedienen. Mal sind sie wahnsinnig links, dann sind sie die absoluten Liberalen so und immer das, was gerade passt. Und das zu erklären, warum es dazu gekommen ist, das ist, glaube ich, einfach ein ganzes Bündel von Ursachen. Letztlich kann man durchaus 500 Jahre zurückgehen und über Reformation und Bauernkriege sprechen, aber ich glaube, die grundlegende Erfahrung, oder sagen wir mal, die Erfahrung, die größte Rolle spielt, ist meiner Ansicht nach schon das, was Anfang der 90er Jahre passiert ist. Aber irgendwie, wissen Sie, wenn Sie mich danach fragen, wie ich das erklären soll, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man die wählen kann. So, das muss man, glaube ich, mal festhalten. Aber was alles da rein spielt, macht mich schon auch schon auch in gewisser Weise ratlos. Aber für mich ist die eigentliche Gefahr gar nicht, dass es die gibt, also das ist, sondern dass sozusagen die anderen, dass die Mehrheit sich darauf nicht einlässt. Also dass es da eben jetzt nicht irgendwie, wir machen mit denen Koalition oder so. Also ich glaube, das ist das Wichtige, wie sich sozusagen die das nicht sind, dagegen verhalten. Und das ist für mich das, worauf wir vielleicht auch noch Einfluss haben. Und Sie würden eher sagen, Sie sollten eine Koalition ruhig bedenken oder eher nicht? Also ich meine, es ist, glaube ich, es ist nicht einfach zu sagen, aber ich wäre da sehr strikt dagegen. Ich würde da eine sehr klare Linie ziehen und das muss irgendwie klar sein. Also, und ich meine, man muss auch sagen, das wird jetzt, natürlich, das ist in diese großen Wahlerfolge im Osten, aber schon in Sachsen gab es 2009 10% NPD. Das haben wir, glaube ich, schon fast vergessen. Also vor 10 Jahren waren immerhin 10% in Sachsen NPD. Und das hat natürlich auch, dass das sehr geplant ist. Und ich meine, die Köpfe, die man kennt, das
kann man sagen, es ist jetzt egal, dass die aus dem Westen sind, aber das Geld ist natürlich aus dem Westen, das die haben, ne? Und aus der Schweiz oder ich weiß nicht. Also das ist, dass man sich natürlich auch diesen Osten vornimmt und dort sehr gezielt ansetzt. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt unter anderem. Genau, ansetzt am Frust, der da ist. Ne? Das ist schon ein wichtiger Aspekt, dass da führende Köpfe aus dem Westen kommen. Also ich meine Höcke und Kalbitz und ja, also ja, kann man ja so durchziehen, in der Spitze ja auch. Aber man kann auch eben sagen, 24% für eine Partei, an deren Spitze jemand steht, der nun gerichtsfest Faschist genannt werden kann, das ist dann nochmal wirklich eine Erhöhung dessen, was wir da vor 10 Jahren gesehen haben. Noch mal was zu dieser Wahlkampagne sagen, der AfD. Also man kann natürlich zum einen sich fragen, wie legitim das überhaupt ist, dass die sich die Revolution von 89 irgendwie zu eigen gemacht haben, obwohl sie auch den Begriff Wende nutzen, vollende die Wende oder so. Nun gibt es ja kein Copyright auf diese Begriffe, auch nicht auf den Satz, wir sind das Volk, aber ich würde schon sagen, dass die Voraussetzung wäre, dass man sich dann auch irgendwie mit den Zielen dieser Revolution dann auch identifiziert, um die moralisch legitim darauf verwenden zu können. Und davon kann ja nur keine Rede sein. Ich kann mir jedenfalls Höcke nicht vorstellen mit einem Plakat für ein offenes Land mit freien Menschen. Das übersteigt meine Fantasie. Die Frage finde ich aber interessant, warum die Wähler der AfD darauf abgefahren sind, offenbar. Es hatte ja Erfolg. Es gibt die Theorie, zu der ich nicht viel sagen kann, dass das überwiegend Leute waren, die sich eben 89 nicht getraut haben, sich jetzt sagten, jetzt aber endlich mal Revolution und jetzt bin ich endlich mal mutig, jetzt gehe ich endlich mal raus, wäre zumindest ein Gesichtspunkt, den ich interessant finde, dem man mal nachgehen müsste. Aber wenn Sie erlauben, würde ich auch gerne noch mal was zu meiner Sicht sagen, wo ich die Hauptursachen sehe. Ja, natürlich. Also es ist ganz falsch, glaube ich, nur eine Ursache dafür zu identifizieren. Das ist multikausal, dieses Gebräu von Meinungen da. Und ich teile das immer so in drei Bündel. Das eine ist ganz eindeutig die DDR-Vergangenheit in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also 40 Jahre Diktatur, wenn man die nationalsozialistische Zeit noch dazu nimmt, denn sind doch Millionen Menschen im Osten, die 50 Jahre lang, ein halbes Jahrhundert keine Demokratie erlebt haben, wo auch systematisch sowas wie Eigenverantwortung, bürgerliches Selbstbewusstsein abtrainiert wurde. Millionen Menschen sind in den Westen gegangen, deren Energie auch im Osten fehlt. Und was ganz wichtig ist, der Nationalsozialismus ist in der DDR nicht adäquat aufgearbeitet worden. Der Westen hat sich damit auch schwer getan, aber der Osten, wir waren per Dekret die Erben der Widerstandskämpfer und der Opfer. Ralph Giordano hat das verordneten Antifaschismus genannt. Ich habe in der Schule nicht ein Wort über den Holocaust gelernt. Und dadurch, durch diese Ideologie, dass wir die Guten sind, die Erben der Widerstandskämpfer, der Opfer und die Nazis alle im Westen sind. Hitler war Westdeutscher nach der DDR-Ideologie. Das hat natürlich, sagen ja die Österreicher dazu. Ja, ja. Das hat aber wirklich in der Tiefe verhindert, dass es im Osten eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung gab. Das brauchten wir nicht. Die DDR hat ja nie auch nur eine Mark an Israel gezahlt oder an Wiedergutmachung gedacht. Und bei meinen Kindern, ich habe mir deswegen die ganzen Schulbücher angeschaut, es ist erschreckend, dass da über lange Zeit, über Jahrzehnte der Holocaust überhaupt keine Rolle spielte und selbst in den 80er Jahren nochmal über die Kristallnacht geschrieben wurde oder darüber, aber von der industriellen Vernichtung von Millionen Juden keine Rede war. Und das hat doch Folgen. So, das ist aber sozusagen, diese ganze DDR-Zeit ist nur ein Bündel. Natürlich spielen auch diese schockartigen Veränderungen in den 90er Jahren eine Rolle dafür, dass sich so ein Gefühl von Zweitklassigkeit herausgebildet hat. Und drittens haben wir ja auch eine globale Situation, in der Liberalität und Demokratie in die Defensive geraten sind. Damit sind wir ja nicht alleine. In Frankreich stand es spitz auf Knopf.
Schauen Sie sich mal an, wer jetzt überall gewählt wird. Und Trump hat sich ja nicht an die Macht geputscht und Orban auch nicht. Die sind ja alle demokratisch gewählt worden. Also haben wir eine globale andere Situation, die man auch an bestimmten Ereignissen festmachen kann, der wir natürlich auch in Deutschland ausgesetzt sind. Genau, und wir sehen auch tüchtige Wahlerfolge der AfD im Westen. Natürlich. Und wenn man mal zahlenmäßig sieht, dann ist die AfD im Westen ganz stark. Und es ist nicht reines ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches und, wie Sie sagen, auch eine globale Entwicklung. Wir reden halt so darüber, weil wir die Landtagswahlen hatten, aber Sie sind sehr differenziert und an dem Punkt muss man auch differenziert bleiben. Frau Bittler, Sie haben früh schon gesagt, wir kommen jetzt in die Schlusskurve, 40 Jahre Teilung brauche 40 Jahre Heilung. Da haben wir ja noch 10 Jahre und im Moment sieht es nicht so gut aus, dass wir das schaffen. Woran haben Sie so früh festgemacht, dass die Verletzungen doch so tief sitzen? Na, Kränkungen haben ja mehr was mit Prozessen als mit Fakten zu tun. Also mit diesem Gefühl von, ein merkwürdiges Gefühl von Herablassung oder von, also ich gehöre ja wirklich zu den Gewinnerinnen. Ich würde mal behaupten, Sie sind es auch. Und trotzdem kenne ich dieses Gefühl auch, dass da immer Leute sind, die das alles schon dreimal durchgekaut haben und dann servieren sie einem das Ergebnis. Ich weiß noch, ich war Ministerin voller Ideen Anfang der 90er und dann kam ich mit einer ganz tollen neuen Idee und dann haben meine Westmitarbeiter und Fachleute gesagt, Frau Bürtler, haben wir schon vor 10 Jahren diskutiert, funktioniert nicht. Und die hatten auch noch recht. Das war ja das Schlimmste daran, ja, dass sie dann oft auch recht hatten. Also das ist das eine, aber es gibt eben, muss man mal auch sagen, wirklich auch richtige, handfeste, materielle Unterschiede. Also von den Milliarden, die in diesem Jahrzehnt vererbt werden an die nächste Generation, werden 2% im Osten vererbt. Also Eigentum, Einkommen sind nach wie vor dramatisch verschieden und mindestens so schlimm, darauf hat Herr Schulze vorhin schon aufmerksam gemacht, ist die Frage der Repräsentanz. Also die Etagen, auf denen die machtvollen Entscheidungen getroffen werden, nicht nur in der Regierung, in den Gewerkschaften, in den Verbänden, in der Wirtschaft, in den überregionalen Medien, in den Kirchen, da können Sie die Ostdeutschen auf der Chefetage mit der Lupe suchen. Und das ist jetzt für mich nicht nur so ein Gerechtigkeitsproblem. Ich glaube, dass Diskurse sich verändern, wenn in so einer Runde auch 1-2 Leute aus dem Osten sitzen. Dann wird anders diskutiert, als wenn die Westler unter sich sind. Und das spüren viele im Osten und das führt auch zu dem Gefühl, ich und mein Erfahrungshintergrund, wir kommen dort nicht vor. Ja, die Medien leben ja von der Vielzahl der Perspektiven. Ja. Ich habe gestern und heute unterrichtet in München, ganz tolle Journalistenschulklasse, 15 Leute, ganz aufwendiges Auswahlverfahren. Ich weiß von den Leuten, die dann in diesen Jurys sitzen, dass die sich echt vornehmen, dass es kunterbunt dann zugeht und der eine die Ausbildung hat und der andere jene. Und ich hatte super Leute, aber ganz homogen und niemand aus dem Osten von 15. Wie erklären Sie sich das? Jetzt frage ich mal. Ja, wie erklärt man sich das? Wir hatten auch keine Migranten da. Wir hatten sehr ähnliche Studiengänge, sehr stark geisteswissenschaftlich. Eine Naturwissenschaftlerin. Es geht natürlich auch bei diesen Auswahlverfahren dann darum, sich zu präsentieren. Vielleicht haben wir da auch noch eine Spur, die dahin führt, was Sie erzählt haben, ne? Sich verkaufen, sich präsentieren. Möglicherweise gibt es da noch Hemmungen. Es kann tatsächlich nicht das reine Zahlenverhältnis sein. Ne? Denn, in der ganzen Bundesrepublik gibt es nicht eine einzige Universität, die von jemand aus Ostdeutschland geführt wird. Mhm. Nicht eine, weder in Ost noch West. Sagt die Kanzlerin heute auch im Spiegel-Online-Gespräch. Ich glaube, dass es wieder mal unterschiedliche Gründe gibt. Also das eine haben Sie eben schon genannt. Ich glaube aber auch, dass solche machtvollen Positionen immer auch auf der Grundlage von Netzwerken besetzt werden. Man kennt sich, man hat einen ähnlichen Stallgeruch,
Man hat beim gleichen Professor studiert und so. Das sind alles Dinge, die sind den Leuten, die die Auswahlentscheidung treffen, glaube ich, manchmal nicht mal bewusst, aber sie sind trotzdem wirkmächtig. Und dann kommt natürlich hinzu, wirklich, dass es bestimmt auch eine bestimmte Zögerlichkeit im Osten gibt. Soll ich mich da hineinbegeben? Bin ich da nicht sehr fremd? Bleibe ich nicht lieber da, wo ich vertraute Verhältnisse habe? Das spielt auch eine Rolle. Also ich bin ja keine Soziologin, die das mal untersuchen würde. Das wäre aber mal sehr interessant, da mal genauer hinzugucken, wodurch sich halt die Besetzung dieser machtvollen Position immer wieder aus sich selbst heraus reproduziert. Und aus diesem Dilemma heraus haben Sie, Herr Schulze... Ich würde einfach sagen, das war so ein Einschnitt. Ich meine, nur so ein Beispiel, Bezirkskrankenhaus Dresden-Friedrichstadt, ich glaube 15 oder 16 Häuser, da war nach einem Jahr, ich glaube, noch ein ostdeutscher Chefarzt. So. Und ich weiß es nur von meiner Mutter, die hatte einen ganz netten Chefarzt, aber bestimmte OPs konnte der nicht. Der hatte dafür so eine Habil, die man dafür braucht. Aber sie musste ihm dann zeigen, wie das und das geht. Und das ist ja flächendeckend. Gucken Sie sich die Universitäten an. Das war, natürlich haben wir gedacht, auch Gott sei Dank, also ich war damals nicht mehr an der Uni, aber Gott sei Dank ist der jetzt weg und die ist weg. Aber es sind natürlich nicht die man gewählt hatte, dann in die Position gekommen. Das Tolle an diesem Herbst 89 und in diesem Frühjahr 90 war doch, dass wir die eigenen Leute in Chefpositionen gewählt haben. Und das war dann Sense. Und das wirkt sich bis heute fort. Und das sind so klare Dinge, die man wirklich in erster Linie meiner Ansicht nach mit Besitzverhältnissen und mit, weiß nicht, wie man das nennt, Verfügungsdingen. Wenn das irgendwie in den 90er Jahren noch so gewesen wäre, hätte man gesagt, gut, das ist so eine Übergangserscheinung, aber das, jetzt sind es 30 Jahre, das ist so eine Verfestigung. Ich finde das, also deshalb muss man nochmal gucken, was ist damals passiert, was sind die Gründe dafür. Und ich meine, und dann müssen wir einfach sehen, ich sehe immer noch Otto Schily mit der Banane vor der Kamera bei den ersten Wahlen. Das muss sehr kränkend sein, ne? Naja, und wissen Sie, mir geht es jetzt gar nicht um dieses Kränken. Das hat mich nicht gekränkt, das hat mich wütend gemacht. Ja, gut. Da war ja auch noch sozusagen bei den Grünen. Sozusagen bei den Grünen. Naja, gut. Aber was mich, ich habe das damals auch blöd gefunden, worüber ich heute erschrecke, ist, dass in diesem Pro und Contra wir alles so getan haben, als würden diese Bananen an Rhein und Mosel wachsen. Also es war sozusagen auch dieser natürliche Anspruch des Ostens, wir wollen jetzt auch so über die Welt verfügen wie der Westen. So. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, wenn man diesem AfD-Sachen, diesem Rechtsextremismus wirklich grundsätzlich entgegentreten will, dann kann man, glaube ich, nicht einfach nur sagen, wir wollen den Status quo verteidigen, sondern wir müssen irgendwie auch sagen, was ist denn unser Anteil als Deutscher, als Europäer, als Nordhalbkugelbewohner an diesem Zustand der Welt. Und natürlich weiß eigentlich jeder von uns, unser Way of Life ist eine der Ursachen. Das ist nicht nur das Klima, das sind unsere Klamotten, unsere Schuhe, unsere Elektrobatterien, also was auch immer sie nehmen. Und das ist eigentlich dieses, was mir auch in der Politik fehlt, wo man sagen muss, Leute, wenn da andere kommen, da haben wir auch eine Schuld dran. Das geht da nicht nur um ein humanistisches Verhältnis dazu, sondern das gibt Gründe, an denen wir mitwirken, dass es in der Welt so aussieht. Das ist mal ganz abgesehen von Waffenexport und Kriegen, was das natürlich also auch noch... Reflexion macht. Auch als... Und dann muss man ebenso so sehr grundsätzlich diesem Rechten entgegentreten und sondern auch sagen, okay, aber dann müssen wir uns auch ändern. Also da begegnen wir uns, glaube ich, wieder. Ich wollte aber noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also wir hatten in der DDR, da gab es immer so diesen komischen Witz, DDR heißt der doofe Rest. Ne? Und darüber haben wir natürlich gelacht. Aber wissen Sie, auch da ist ein Körnchen Wahrheit dran. Denn die Millionen Menschen, die im Grunde ab Ende der 40er Jahre in den Westen gegangen sind, also ich glaube, mit Kindern und Kindeskindern landen wir da bei einem zweistelligen Millionenbetrag, wenn man die Nachkommen noch sieht. Das waren ja auch nicht die Dümmsten. Und es gab Zeiten, also man braucht eine bestimmte Qualität an Mut, an Energie, auch an Veränderungsbereitschaft, um zu sagen, mir reicht's jetzt, ich gehe in den Westen.
Und auch wer so einen Führungsinstinkt hatte oder so einen Hang zum General Management in der DDR, hatte ein Problem. Der musste entweder in die Partei oder er ging in den Westen. Man konnte, wenn man eine kritische Haltung hat, nicht ohne weiteres Karriere machen. Wir sagen, die, so, solche Alpha-Männchen oder auch Alpha-Weibchen von mir aus, aber Leute, die sozusagen wirklich Management wollen und führen wollen oder so, die waren in der DDR dann eben entweder korrumpiert oder sie haben die DDR verlassen. Ich vergröbere das jetzt sehr. Aber das, die Nachwirkungen davon spüren wir natürlich auch noch. Denn das sind ja Kulturen, über die wir sprechen, die auch noch die Kinder, die in den 80ern oder 90ern geboren wurden, noch mitgeerbt haben. Vielleicht ist das auch ein Begründungszusammenhang. Also Ihr Vorschlag, kritischer mit sich selber zu sein, mit dem eigenen Anteil. Das ist das Einzige, wo die DDR dem Westen überlegen war, dass wir sozusagen unser, den Dreck, den wir produzierten, selbst schlucken mussten. Ja, wir konnten den nicht outsourcen. Ne? Na, aber denken Sie mal an die Vertragsarbeiter, wie die kaserniert und wie die behandelt wurden. Wenn ja, es ist trotzdem kein Vergleich. Zu, ich meine, das ist natürlich kriminell gewesen. Er war natürlich froh, dass die Dreckschleudern stillgelegt wurden. Nur wir sollten uns nicht so in die Pose werfen. Heute sourcen wir das aus. Und das, was in Brasilien passiert oder China oder woanders, das wissen wir ja im Prinzip. Ne? Sie haben auch mal vorgeschlagen, um in die Zukunft zu gucken, eine Quote für Ostdeutsche, ja, da habe ich drüber nachgedacht. Und nein, aber, ja, und nein, ist, aber es ist natürlich, man denkt, ja, wo sind die denn alle? Sind die so bescheuert? Ja, genau. Also wir brauchen mehr Ostdeutsche in Führungspositionen, in der Politik, in den Medien und überall. Tatsächlich, aber, wenn man aber nicht, nachdenkt... Aber nicht, um ihnen Gefallen zu tun, sondern weil die Gremien davon profitieren. Genau, weil wir alle von Unterschiedlichkeit profitieren. Das haben wir auch bei den Diskussionen um Gleichberechtigung Mann und Frau immer wieder festgehalten, dass das der Punkt sein sollte. Und bei den Ostdeutschen, und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Moment, dass ich dachte... Quote für Ostdeutsche ist eigentlich ganz gut, aber dann habe ich gedacht, ja, wer ist denn 30 Jahre nach dem Mauerfall nun wirklich noch Ostdeutsch? Und meine Familiengeschichte, wo der eine von da und da, ich weiß gar nicht, was ich selber bin. Und da steckt doch auch eigentlich ein schönes Moment drin, dass wir merken, na, 30 Jahre später, so genau wissen wir jetzt gar nicht mehr, wer ist. Ich glaube, ein wichtiger Begriff war, der immer wieder gefallen ist von Ihnen beiden, es ist ein Bündel. So, man kann die Dinge nicht auf eine These trimmen, sondern es ist multikausal und deswegen stecken wir tief drin noch in den Diskussionen. Und ich habe bei Ihnen schon jetzt hier und da, und die Zeit ist fortgeschritten, gehört, Sie sind offenbar auch schon in Diskussionen drin und ich hoffe, Sie nehmen die mit nach Hause, auf Ihrem Nachhauseweg oder wenn Sie noch in die Kneipe gehen, dann Prost und hoffentlich gehen die Diskussionen weiter. Ich habe das Privileg, mit den beiden jetzt noch weiter diskutieren zu können. Ich hoffe jedenfalls, Sie haben Stoff bekommen heute Abend für weitere Diskussionen und das Ende unserer Debatte hat schon unsere nächste Debatte, die wir hier für Sie jetzt gerade planen, darauf verwiesen. Wir werden über Klimawandel sprechen am 22. Januar. Ein Gast steht schon fest, Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und wir sind kurz davor, ein Kabinettsmitglied zu gewinnen. Ich verrate aber noch nicht, weil das auch noch nicht unterschriftsreif ist, wer das sein wird. Aber es wird ganz sicher eine spannende Diskussion. Das nächste Mal Spiegel Live, 22. Januar. Wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen mögen. Wir haben auch noch ein Heft am Kiosk liegen zu 30 Jahre Mauerfall. Das ist ein besonderes Heft, was wir gemacht haben. Das liegt eine ganze Weile dann neben dem aktuellen Spiegel. Ich hoffe, Sie können das einfach so mal mitnehmen heute Abend. Jedenfalls war das so geplant. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihr Hiersein und Ihnen beiden, Frau Birtler, Herr Schulze, auch, dass Sie so engagiert diskutiert haben. Vielen Dank. Applaus